Die Erschaffung des Menschen. Das Seltsame ist, dass diese Frühmenschen allesamt ausgestorben sind und keiner gilt als direkter Vorfahre des modernen Menschen. Religionen, aber auch Mythen, und zwar viele, die berichten von einer Erschaffung, von einer Schöpfung des Menschen. Der kommt aus Sumer und der sagt, dass vor etwa 48.000 Jahren die Anunnaki haben da einen Menschen geschaffen. Aber finde ich geil, dass er so alle Recherchen damit reinnimmt jetzt, ne? Gerade im Mittleren Osten, in der ganzen Levante, ist diese Vorstellung, dass der Mensch aus Staub, Erde geschaffen wurde, verbreitet. Und da sieht man, Gott erschafft den Menschen nicht mehr, sondern er beseelt ihn nur noch. Fragen, auf die es bisher keine Antwort gibt, altmexikanischen Kodizes angeschaut. Mehr, woraus wir mal gemacht sind, aus Chromosomen, Gentechnik zu machen. Müssen Aliens gewesen sein, wenn die das gemacht haben. Und jetzt haben wir die Korrespondenz 22 Aminosäure, 22 unterschiedliche Glyphen. Das sind genau die Glyphen, die ich vorhin als Aminosäure beschrieb. Digga, was brauchst du jetzt noch, Bro? Vielleicht war das alles nur missverstandene Gentechnologie. Die haben... Das ist krass, Bro. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Die Erschaffung des Menschen. Vortrag von Dr. Alois Eiling 2024. Es geht in die Entstehung des Menschen-Recherche rein. Ich bin gespannt, was hier passiert, welche Themen da alle mit dabei sind. Ich denke mal, Evolutionstheorie etc. pp. Ist ein interessantes Thema, weil das ist auch eine Sache, über die wir öfter mal im Chat philosophieren oder über die ich auch persönlich nachdenke. Wie ist der Mensch entstanden? So. Wurde der Mensch erschaffen? Hat der Mensch sich entwickelt? Ihr könnt da jetzt schon mal unten in die Kommentare reinschreiben, was so eure Überzeugung ist. Und ihr könnt auch bei Twitch mal abstimmen, ganz kurz. Schreibt mal eine 1 rein, wenn ihr sagt, der Mensch wurde erschaffen. Und eine 2 rein, wenn du sagst, der Mensch hat sich entwickelt zu dem, was er heute ist. Also wirklich jetzt, der ist irgendwie aus dem Wasser dann ans Land und diese Evolutionstheorie-Geschichte halt, ne? Das ist die 2. Jetzt würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und werdet gerne auch Mitglied, um mich zu unterstützen bei meiner Arbeit. I love you. Peter geht los, Digi. Und los. Das Thema Erschaffung des Menschen oder Biochemie und Gentechnik in der Prähistorie. Das Thema, gebe ich zu, klingt reichlich dramatisch, ist auch dramatisch, weil es wirklich, denke ich, unser Weltbild verändern kann und vielleicht auch verändern wird. Okay. Ich befasse mich auch weniger mit der Erschaffung des Menschen als mit der Gentechnik. Also das andere ist mehr ein Abfallprodukt dessen, was die Gentechnik in der Prähistorie geleistet hat. 11. September 24 ist doch jetzt erst gewesen. Vielleicht zu Anfang ein paar Worte, wie die offizielle Sicht dort aussieht. Nun, man geht davon aus, dass die Menschheit irgendwie so evolutionär sich entwickelt hat. Zu Anfang steht ein Affe und dann hat es verschiedene Entwicklungsstufen gegeben und am Ende steht dann der Homo sapiens. Aber wie ist denn der Affe gekommen, von wo? Das Seltsame ist, dass diese Frühmenschen allesamt ausgestorben sind und keiner gilt als direkter Vorfahre des modernen Menschen. Das habe ich hier nochmal in diesem Entwicklungsstammbaum visualisiert. Man sieht, dieser Ast, der verzweigt nicht und führt auch nicht fort von irgendeinem der Vorstufen, sondern der wächst aus dem Stamm heraus. Und was man auch sieht, der moderne Mensch, also der Homo sapiens, hat sehr lange Zeit zusammen mit dem Neandertaler, aber auch zusammen mit dem Homo erectus gelebt. Und die drei Spezies, die haben sich durchaus auch vermischt. Das heißt, der genetische Unterschied war nicht so groß, dass nicht noch Kreuzung möglich gewesen wäre. Also krass. Das sind unsere Mitvorfahren. Und da gibt es irgendeine Vorfahrenlinie, die nicht näher spezifiziert ist, die dann direkt auf den modernen Menschen führt. Das macht halt auch irgendwie keinen Sinn richtig, weißt du, wenn du überlegst so. Es gibt keine Mischformen mehr, also es findet jetzt auf einmal nicht mehr statt, diese Evolution von einem Affen zum Menschen. Dann haben die zu einer Zeit lang alle zusammengelebt und haben sich auch vermischt und so. Also es hinkt halt einfach, weißt du? Offizielle Lehre, ich versuche mich da irgendwie so ein bisschen auch abzusetzen, gebe ich zu, wird suggeriert immer so, dass die ausgestorben sind, weil der irgendwie schlauer, größer, stärker oder sonst was war. Das ist aber nach meinem Dafürhalten nicht der Fall. Also wenn ich Neandertaler wäre, hätte ich wahrscheinlich gegen einen Säbelzahntiger eine bessere Chance, als wenn ich so ein fragiler Homo sapiens gewesen wäre. Neandertaler sieht noch ein bisschen massiger aus, ne? Bisschen G-mäßiger. Aber dennoch, sie sind verschwunden. Und warum die verschwunden sind, dazu habe ich natürlich auch eine gewisse Meinung, aber die ist nicht Thema
von heute. So, wie ist der Status? Naja, wir waren alle mal in der Schule Religion gehabt und da war natürlich die Erschaffung des Menschen ein Thema. So beginnt ja die Genesis. Und die berichten, also Religionen, aber auch Mythen, und zwar viele, die berichten von einer Erschaffung, von einer Schöpfung des Menschen. Und das ist immer so der gleiche Vorgang. Ein Gott oder Götter nehmen einen einfachen Rohstoff, in der Regel ist es Ton, Erde, aber es gibt auch Holz oder alle möglichen Materialien, die da zur Anwendung kommen. Und daraus wird dann der Mensch gebaut. Das ist halt crazy, Bro. Das ist halt crazy. Aus Erde, aus Ton oder was? Das ist halt auch krass, so zu überlegen, weißt du? Haben die Alchemie gemacht oder was, mäßig? Gott hat Alchemie gemacht oder was? Und dann Leben eingehaucht einfach. So wie beim Stein der Weisen. Der ja auch aus gewissen Materialien besteht und dann noch eine spirituelle Komponente und dann lebt der quasi so mäßig. Jetzt werden solche Mythen von einigen, sagen wir mal, sehr mutigen Prähistorikern angeführt als wirkliche Beweisführung. Die sagen, okay, da im Mythos aus Sumer, da steht das drin und das wird dann schon irgendwie stimmen. Ich denke, dass die von der Beweiskraft her einfach zu schwach sind. Das waren eventuell einfach nur so... Krass, da steht auch das, was Däniken und Co. aus Mythen und Bildern ablesen, ist nicht überzeugend. Däniken ist ja auch, Däniken ist ja auch so ein Cousin, der gerne mal ein Zitat aus der Bibel nimmt und dann sagt, das ist der Beweis. Das ist der Beweis. Also ich habe auch wirklich Beweise dafür. Und zwar in dem Buch steht das so und so, der hat das so und so gesagt. Ist halt kein Beweis, Digga, weißt du, wie ich meine? Ist eine Quelle, kann man sagen, okay, hier hat jemand davon so geredet, aber das ist kein richtiger Beweis. Bemühungen, dem Sinn, dem Leben einen Sinn zu verleihen. Das heißt, zu verstehen, wie Tod und Leben, wie das zusammenhängt, wie es entstanden ist, wie da die Verbindung zu irgendeinem höheren Wesen aussieht. Aber was diesen Erklärungen samt und sonders abgeht, ob es jetzt derjenigen oder jemand anderer ist, ist irgendeine Erkenntnistiefe. Die bleiben in den Behauptungen stecken, können aber keine Beweise vorlegen. So, also für diesen Vortrag ist das eigentlich nicht mein Thema, aber ich denke, trotzdem mal einen interessanten Blick drauf zu werfen, was denn da passiert ist. Ach so, ich mache es als Einführung, ist ganz nett, aber wie gesagt, bedeutet nicht zu viel. So, der älteste Mythos, der kommt aus Sumer und der sagt, dass vor etwa 48.000 Jahren die Anunnaki, das ist übersetzt, soll das bedeuten, die, die vom Himmel auf die Erde kamen, haben da Anunnaki-Recherche, bro. Einen Menschen geschaffen. Und zwar nicht den Adam, sondern in dem Mythos wird eine Frau geschaffen, die heißt, also sogenannte Lilith. Und, aber finde ich geil, dass er so alle Recherchen damit reinnimmt jetzt, ne? Und dann wahrscheinlich die miteinander vergleicht und so. Lilith, die Jutze. Der Hintergrund dieser Schöpfung war, dass die Leute zum Arbeiten brauchten. Das heißt, die haben den Menschen nicht erschaffen, um uns einen Gefallen zu tun, sondern um sich billige Sklaven zu verschaffen. Glaube ich nicht. So, wie geht die Geschichte weiter? Ja, dann kommt die Bibel mit Staub und Erde und hier ist so ein Bild, in dem das visualisiert wird, kommt aus einem ägyptischen Tempel und dort sind dann zwei Götter damit beschäftigt, den Menschen aus Ton und Erde zu formen. Wozu? Und dann Leben einzuhauchen. Wie Alchemie, Digga, wie ich gesagt habe, stimmt, war schon die richtige Richtung auf jeden Fall. Dazu eine Töpferscheibe brauchen, weiß ich nicht, aber das war halt wahrscheinlich damals gerade so der letzte technologische Schrei, da haben sie das genommen. Also das ist ein verbreitetes Motiv. Gerade im Mittleren Osten, in der ganzen Levante, ist diese Vorstellung, dass der Mensch aus Staub und Erde geschaffen wurde, verbreitet. Ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, weil wenn wir sterben, dann werden wir wieder zu Staub und Erde. Und das hat wahrscheinlich dann einfach so die Umkehrung dieses Verständnisses. Mehr vermute ich nicht dahinter. Dann geht die Zeit voran und wir kommen zur Renaissance. Und die Renaissance war eigentlich die erste Zeit, wo man sich von diesen ganzen mythischen und sonstigen Themen wieder gelöst hat, wo man sich wieder dem Menschen zugewandt hat. Und da gibt es also ich denke, das Bild kennt vielleicht jeder, das ist halt von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Und da sieht man, Gott erschafft den Menschen nicht mehr, sondern er beseelt ihn nur noch. Das heißt eigentlich fast schon ein recht modernes Verständnis, dass man sagt, wir
sind nicht geschaffen worden, sondern Gott hat sich nur irgendwo geistig mit uns verbunden. Und das ist das, was in meinen Augen Michelangelo hier zu, ja, irgendwie so verstanden. Das heißt, es gab den Menschen schon, aber der hat keine Seele gehabt mäßig, oder was? Also wie Tiere waren die dann? Also, nee, was laber ich, Digga? Tiere haben auch eine Seele. Bro, da hast du dich selbst gefickt gerade. Nee, das nehmen wir zurück. Wie jetzt? Den Menschen gab's schon und dann hat er eine Seele. Was hat der dann vorher? War der einfach, was war denn der dann vorher? Einfach so etwas oder was? Oder wie? Weißt du, was ist denn die Theorie? Was war der dann vorher? Statue. Hat und uns so aufgezeichnet hat. Ich finde das eine unheimlich moderne und interessante Denkungsart, dass man vor... Also ich glaube halt nicht, dass irgendwas leben kann ohne eine Seele. Also weißt du, wie ich meine? Ich glaube, alles, was lebt, hat eine Seele. So. Deswegen glaube ich nicht, dass das unabhängig voneinander stattgefunden hat, sondern irgendwie, das muss schon zusammen passiert sein. 100 Jahren schon doch der Mann. Zombies. War, die Schöpfung ist was anderes als nur Ton und Erde. So, jetzt gibt es aber, ich meine, ihr habt ja schon zwei Vorträge von mir gehört und wie ich eigentlich immer anfange, auch diesmal, ein Fragenkatalog. Ich meine, das ist halt, wie Wissenschaft arbeitet. Man hat Fragen und sucht Antworten. Digga, fühle ich bis jetzt im Vortrag-Chat. Was sagt ihr? Wenn man ohne Fragen kann man auch irgendwie nicht strukturiert arbeiten, kann man auch nach nichts suchen. Ja. So, Fragen, auf die es bisher keine Antwort gibt, und das ist wirklich sehr interessant, sind hier mal aufgelistet. Die erste Frage ist, warum sind alle Menschen so genetisch so stark verwandt? Ob sie es glauben oder nicht, ein Eskimo ist mit einem Hottentotten verwandter als die Mitglieder einer Affenhorde. Das heißt, die Differenzierung des Menschen ist unheimlich klein. Wir sehen zwar unterschiedlich aus, aber die genetische Vielfalt der Menschheit ist extrem gering. Bro, wenn wir das einfach mal verstehen würden, ne, was denkt ihr, wie der Umgang miteinander dann passieren würde? Weißt du, wenn wir das mal richtig verstehen würden, dass ein Mensch, der schwarz ist oder ein Chinese oder ein Weißer oder so, dass wir alle so krass miteinander zusammenhängen und dass wir so uns eigentlich so heftig ähnlich sind, dass wir wie eine Familie sind und uns eigentlich auch so behandeln sollten, weißt du? Das, wenn das mal in das Bewusstsein der Menschen einfach wieder reinkommen würde, könnte sich einiges verändern. So, dann stellt sich natürlich die Frage, warum verzweigt sich der Stamm der Menschheit? Warum gibt es nicht irgendeine Linie? Warum gibt es nicht einen direkten Vorfahren vom Homo sapiens? Warum sind da nur diese toten Äste? Auch das ist unklar. Dann, warum hat der Homo sapiens überlebt und keine der früheren Homo Spezies? Also es gibt ganz viele Gazellenarten und nur weil jetzt eine vielleicht neu ist, ist sie ja nicht als einzige überlebend geblieben, sondern die haben alle überlebt. Auch Fische, es gibt Urfische. Also nicht die alten Formen sind nicht ausgestorben, weil neue entstanden sind, sondern die leben halt parallel. Interesting. Einer sagt, Leon, es gibt seelenlose NPCs. Nein, Bro, die haben vielleicht den Zugang verloren zu ihrer eigenen Individualität, aber die haben schon eine Seele noch. Müssen halt den Zugang wiederfinden, Digi, weißt du? Die sind halt disconnected, würde ich eher sagen, aber das heißt nicht, dass die seelenlos sind. Disconnected ist das bessere Wort. Warum ist das bei Menschen nicht der Fall gewesen? Dann, wie erklären sich die gleichlautenden Mythen? Ist da vielleicht mehr dahinter als nur Mythos, ist ein reales Ereignis passiert, das zu den Mythen geführt hat? So ähnlich wie ich es vorhin am Beispiel dieser mesopotamischen Mythen der Inanna und des Dumuzi gezeigt habe, da gab es ein reales Ereignis, da hat sich am Himmel was getan und das ist dann in einen Mythos gegossen worden. Also es war nicht ohne Grund, dass dort was passiert ist. Und diese Erklärung Kult ist natürlich völlig hohl. Mit Kult kann ich nichts erklären, das ist einfach nur das Eingeständnis, ich weiß von nichts. Nur deshalb nenne ich es mal Kult und das ist dann... Der ist geil, ne? Der Vortragende. Die ganze Erklärung auch. Dr. Alois Eiling. So, dann wäre die Frage, gibt es beweiskräftige Nachrichten, Indizien zur Erschaffung des Menschen? Auch da muss ich sagen, bisher eben nicht. Da sind wir dort bei diesen Bildchen stehen geblieben, die ich vorher gezeigt habe, irgendwelche frühhistorischen oder prähistorischen Zeichnungen oder irgendwelche Mythen, irgendwelche Sagen. Aber weiter ist es nicht gediehen. Und dann stellt sich die Frage, wenn der Mensch erschaffen wurde, durch wen wurde er erschaffen
Und wo sind die geblieben, die uns geschaffen haben? Ich meine, es muss ja dann einen Schöpfer geben, der ist ja irgendwie nicht mehr sichtbar, zumindest mit mir noch keiner gesprochen. Ich vermute, das trifft auch auf die meisten Anwesenden hier zu. Und er ist aber immer noch da und in dir. Du kannst schon mit ihm reden, auf jeden Fall. Also ich denke mal, das ist Gottes Werk. Aber wie genau das vonstatten gegangen ist, keine Ahnung. Das ist also auch so ein Rätsel. Wieso sind wir erschaffen worden und dann ist der Schöpfer verschwunden? Was war da die Ursache? Ja, okay, das ist aber sehr theoretisch. Also meiner Meinung nach ist der Schöpfer ja nicht verschwunden, der ist ja immer noch da. Viele haben den Zugang verloren, aber der ist ja immer noch da. Okay, ich denke und hoffe, dass ihr mir das dann auch glaubt. Ich kann heute etwas zur beitragen. So, wie läuft meine Beweisführung? Ich habe ja bemoniert, dass einfach Mythen und doch etwas kryptische Bilder nicht hinreichen, um als Beweisführung ernst genommen zu werden. So, und jetzt habe ich mir mal die altmexikanischen Kodizes angeschaut. Mehr zufällig, aber irgendwie... Da sind wir wieder, Digga. Viva Mexico. Mit so einem gewissen Hintergrundwissen habe ich gedacht, Mensch, das kann man doch auch ganz anders verstehen. Wieso wird da immer so rumfabuliert von Fledergott und Maisgott und Wettergott und weiß der Himmel was? Also das ist so, die deklinieren sich durch die gesamte Götterwelt dieses Planeten, um jede Figur für sich zu erklären. Aber ein wirklicher Zusammenhang ist da nicht zu erkennen. Oder dann wird gesagt, das sei die Venusphase, die da beschrieben wird. Und das wären irgendwelche astronomischen Ereignisse, was völlig unsinnig ist, weil die Maya waren eine hochentwickelte Kultur. Die hatten ein Zahlensystem. Das heißt, wenn da was passiert wäre, hätten die nicht ein Bildchen gemalt, die hätten zumindest ein Datum daneben geschrieben. Und in diesen ganzen Kodizes findet man ganz wenig Zeichen. Alles beschränkt sich auf Bilder. So, und wie funktioniert der Beweis über Korrelation? Ich zeige also, dass das, was in den Bildern, die die Maya uns hinterlassen haben, die gleichen Ereignisse, Prozesse, Strukturen abgebildet sind, wie wir sie heute aus der modernen Biochemie kennen. Und diese Korrelationen sind also jenseits aller Zufälligkeit. So, ich behaupte also, die mittelamerikanischen Kodizes sind Bücher über Biochemie und Gentechnologie und ich stoße auf jede Menge grafische Korrelationen. So, das ist vielleicht ein ganz kleiner Einschub. Wieso gibt es die überhaupt? Und das ist eine ganz erstaunliche Situation, dass wir sowas überhaupt noch finden, weil die mexikanischen Konquistadoren, die haben sich wirklich alle Mühe gegeben, alles auszurotten, was irgendwie nicht in ihr Weltbild passte. Die Spanier, ne? Ist so. Die haben auch wirklich versucht, das alles zu verbrennen und sowas, die Mayas da über Jahrzehnte gesammelt hatten und uns hinterlassen haben im Endeffekt so. So traurig. Das ist so traurig, ne? Wie die mit diesem Wissen umgegangen sind, wie die mit diesen Völkern umgegangen sind und was da alles passiert ist. Auch mit den Indianern und Aborigines und Mayas und Azteken und so. Bro, das ist einfach crazy. Das schlimmste Ereignis war am 12. Juli 1562. Da hat der Bischof Landa durch Folter und andere nette Maßnahmen die Eingeborenen gezwungen, alles, was an Bildern, Votivtafeln oder sonst da war, auf einen Haufen zu werfen. Hat dann Streichholz dran gehalten und weg war es. Das war also für mich eine der schlimmsten. Guck dir das an, Alter. Die haben die einfach verbrannt, die Sachen. Was für ein krasses Wissen da los war, ey. Wie kann man nur so dumm sein? Ehrlich jetzt. Aber das haben die nur gemacht, weil das dem widersprochen hat, was die gelernt haben, vielleicht aus der Bibel oder von deren Glauben, was auch immer, weißt du? Katastrophen, die passiert ist, das ist wahrscheinlich so vergleichend mit dem Verlust der Bibliothek von Alexandria. So. Das Wissen von Jahrhunderten hat sich in Rauch aufgelöst. Und jetzt sind die Bücher verbrannt, also in meinen Augen wäre es irgendwie besser gewesen, man hätte den Landtag verbrannt, aber das ist nun mal andersrum gelaufen. So, das ist also eine wirkliche Katastrophe und das einzige Glück, einige dieser Bücher waren zu dem Zeitpunkt schon nach Europa verschafft und sinnvollerweise in der Vatikanischen Bibliothek gelandet. Und da wurden die nicht nur verwahrt, sondern auch gut... Sinnvollerweise auf jeden Fall, ne? Vatikanische Bibliothek, natürlich, wo sonst? ...behandelt und da haben die auf die aufgepasst. Und deshalb sind die heute noch in ausgesprochen gutem Zustand vorhanden. Also dafür, dass die so alt sind und doch auf nicht besonders haltbaren Materialien gezeichnet wurde, das ist... So, da muss man dem Vatikan mal Shoutouts geben, sagst du, oder was? Obwohl, ohne die wäre das gar nicht erst passiert, wahrscheinlich. Eine Art Rinde, die da verwendet haben.
ist es erstaunlich, was man dort noch vorfindet. So, also das ist der Ansatz, den ich verfolge. Und jetzt, wie sehen diese... Okay, jetzt miese Recherche. ...Odyssees denn aus? Und das sind immer solche Bildchen, also irgendwie sehr die figürliche Darstellung, wo man dann hier diese benannten Götter findet. Das ist dann wahrscheinlich jeder Wettergott oder was der auch gerade da nach offizieller Lehrmeinung darstellt. Aber man kann das natürlich auch alles ganz anders interpretieren. Und das werde ich dann nochmal am Ende meines Vortrages zeigen. Und dann haben Sie vielleicht den Eindruck, aha, so kann man natürlich das alles auch verstehen. So, was man auch wissen muss, natürlich sind das keine Originale. Also die Urschrift, der erste, der solche Bilder gemalt hat, die sahen wahrscheinlich anders aus. Wir haben auf uns überkommen nur Kopien. Kopien von viel älteren Aufzeichnungen, die dann immer wieder kopiert wurden. Das ist halt ein Problem mit diesen Kopien, ne? Und was dann nach meinem Dafürhalten passiert ist, wenn hier mal ein chemisches Zeichen stand, dann ist das im Laufe der Zeit von dem Zeichner in ein naturalistisches Bild übertragen worden. Das heißt, der hat ja gesagt, okay, was sieht man hier, sieht den Kopf aus oder irgendwas und hat das dann auch so gemalt. Das heißt, wir haben hier eine Verfremdung, die einfach kulturell bedingt ist. Die Leute haben gezeichnet, was sie verstanden und nicht das, was sie sahen. Macht Sinn. Sich bemüht, in ihren Zeichnungen eine gewisse Konsistenz zu halten. Das heißt, da war offensichtlich ein sehr starkes Tabu am Werk, das dafür gesorgt hat, dass die Dinge nicht völlig verschwanden. So, also das ist so ein Bild und wenn man dann liest, was das sein soll, da kommt man auf die dollsten Erklärungen. Also man kann wahlweise glauben, dass es ein Kalender ist, dass es ein Bericht vom Wetter zu den Jahreszeiten ist. Man kann aber auch glauben, dass es ein astronomisches Kompendium ist oder es ist einfach eine Götterbibel. Wird alles vorgeschlagen. Also keines von dieser Ideen finde ich jetzt besonders überzeugend. Das ist so mehr aus der Not geboren, wir wissen es nicht, also erzählen wir was. Warum Codex Borgia, der ist hier, da kommt das Bild raus, das ist also einer der besterhaltenen und da sehen Sie auch den Erhaltungszustand. Und dafür, dass das Ding 500 Jahre alt ist, in unbekannter Zeit, vielleicht einige Jahrhunderte vorher in Mexiko gemalt wurde, dann per Seefracht irgendwie nach Rom gelangt ist, ist das schon noch ganz erstaunlich. Wieso heißt der Codex Borgia? Naja, der sich als Erster darum gekümmert hat und sich so ein bisschen mit diesen Kodizes befasst hat, das war der Kardinal Borgia. Übrigens hat er auch den Alexander von Humboldt irgendwie dazu eingeladen, der hat auch noch seinen Blick drauf geworfen, hat auch in seinem Buch über Südamerika einige dieser Bilder in seinen Büchern abgezeichnet und übernommen. So, und das Interessante ist, das Ganze ist gesichert seit dem 16. Jahrhundert, genaue Jahreszeit ist nicht bekannt, aber es gibt einen Stempel, da steht glaube ich 50 oder 46 oder irgendwas drauf, weiß ich nicht genau, aber jedenfalls sehr früh ist das verachtet worden. Und deshalb ist auch der Beweis für mich umso Sinn oder das Ganze so umso sinnvoller, was ja die Verfechter der klassischen Lehre immer versuchen, ist diskreditieren. Das heißt, wenn man denen irgendwas zeigt, dann sagen die, ja, das ist jetzt irgendwie ein Fake und das hat einer gemalt, der hat das nur gemacht, um euch in die Irre zu leiten. In Wirklichkeit gibt es das alles gar nicht. So ähnlich wie bei Hesdalen. In dem Fall ist diese Gelegenheit verpasst. Das Ding gibt es ja schon. Ja, das waren irgendwelche Halbidioten und Affen und die wussten ja nicht mal, wie Ackerbau und dies, das, bla und... Zufällig haben die auch Pyramiden dann gebaut und da ganz komische akustische Signale, auch wenn du davor stehst und klatscht und so. Das ist aus Zufall alles entstanden. Die waren im Endeffekt waren die dumm und wir sind viel krasser. Das versuchen die uns auch immer einzutrichtern. Jetzt 500 Jahren und es wäre auch egal, selbst wenn wir es erst vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren gefunden hätten. Damals hat noch niemand etwas von Biochemie gewusst. Der hätte das gar nicht so übertragen können. Also der Beweis, dass wir hier auf wirklich was Beweiskräftiges gestoßen sind, ich denke, der ist damit geführt. Jetzt wird es nämlich doch ernst. Damit das jetzt irgendwie überhaupt ja, verstehbar wird, was ich als nächstes erzähle. Das ist schon miese Recherche, ne? Ich bin gespannt, wenn er das verknüpft jetzt. Müssen wir uns ein bisschen in die Biochemie reinknien. Das hilft alles nichts. Und warum müssen wir das? Das ist, glaube ich, eines der großen Probleme auch dieser klassischen Prähistoriker, Däniken oder wie sie alle heißen, dass die
dass die oft als Spinner und als Unwissende abgetan werden, weil die nicht mit Wissenschaft argumentieren. Das heißt, die nehmen keine, die haben nicht das Hintergrundwissen, um wissenschaftlich zu argumentieren, die argumentieren phänomenologisch. Und das ist natürlich immer ein Kritikpunkt, der arg wehtut. Und deshalb bin ich der Meinung, wenn wir wirklich Glaubwürdigkeit, und mit wir meine ich die etwas klassischen oder die etwas anspruchsvolleren Prähistoriker, dann dürfen wir nicht gegen die Naturgesetze argumentieren, sondern müssen sagen, wir müssen mit den Naturgesetzen, wir müssen das auf, mit den Naturgesetzen erklären. Hess da mag da eine Ausnahme sein, aber grundsätzlich wäre das der erste Ansatz zu sagen, jetzt lass uns mal gucken, was... Guter Ansatz, Digga, fühle ich. Verstehen wir denn, wenn wir Wissenschaft auf dieses Thema loslassen? Und dann muss die Erklärung widerspruchsfrei sein. Das heißt, ich kann nicht immer zwischen Erklärungen hin und her hüpfen und sagen, heute so, morgen so und am Ende habe ich dann so eine Auswahl an Optionen. Das ist auch keine wirkliche Beweisführung. Dann brauche ich unzweifelhafte Quellen, hatte ich gerade dargelegt, dass dieser Kodizes, dass die unzweifelhaft sind, weil Vatikanische Bibliothek, da kommt so schnell keiner rein, da hat auch keiner die Bücher ausgetauscht, also die sind da schon sehr lange. Und natürlich ist immer die Gefahr, und da will ich mich auch selbst auch gar nicht von freisprechen, wenn man eine bestimmte Idee hat und eine bestimmte Theorie entwickelt hat, dann... Ding ist so, beruht auf unzweifelhaften Quellen und so, ist halt bei manchen Themen einfach schwierig, weißt du, weil ich auch glaube, dass diese, er preist ja die Vatikanische Bibliothek so ein bisschen an und sagt, das ist so der Shit mäßig, da geht nichts verloren und die verändern auch nichts und so, aber die haben auch schon sehr viele Sachen verändert, so, ne, die haben es, wir haben uns mal ein Video reingezogen, wo die auch Dokumente verändert haben und dann da auch wirklich Geschichtslüge betrieben haben, so. Und hat ja auch nicht jeder Zugang dazu. Deswegen ist es halt doch so, dass bei manchen Sachen kannst du halt keine wirklich eindeutigen Quellen und Belege vorlegen, Digga, weißt du? Genauso wie auch manche spirituelle Sachen abgehen, wo du gar keine Quellen und Belege für finden kannst, weil es übermenschlich, übersinnlich passiert und nicht wirklich mit Wissenschaft belegbar ist, so. Weißt du? Außer man verbindet es mit Spiritualität. Also da ist immer so ein bisschen... Bei gewissen, also weißt du, aber ich finde den Ansatz hier gerade mega und es interessiert mich gerade voll. Und ich bin gespannt, wie und was er da jetzt erzählt und wie er das zusammenbringt. So. Gibt es immer die Gefahr von Wunschdenken. Das heißt, man interpretiert die Dinge so, dass es gerade irgendwie in die eigenen Vorstellungen reinpasst. Auch ein ganz gefährlicher Fallstrick, den sollte man auch vermeiden. Und als letztes, das ist eigentlich fast das Wichtigste, sie muss vollständiger sein als die aktuelle Theorie. Das heißt, ich muss ein konklusives Bild malen. Ich darf nicht so ein Fragment, so ein Puzzle überbehalten und sagen, das Teil habe ich, das Teil habe ich. Aber ansonsten ist das alles unverbunden, steht das nebeneinander. So, also das war so ein bisschen Vorrede und jetzt wird es wirklich genetisch. Das ist das, woraus wir mal gemacht sind, aus Chromosomen. Okay. Und wenn man sich anschaut, wie die aussehen, dann gibt es da eigentlich vier Stufen der Strukturgebung, der Strukturentwicklung. Also das Chromosom, etwa 1,5 Mikrometer groß, das ist ein Riesenteil. Aber das ist aufgewickelt erst so gefaltet in solchen wilden Faltungen. Und diese Stränge, die sind dann aufgewickelt auf so kleinen, das sieht aus wie Nähgarnspulen, nennt sich Histone. Und da sind also 100 Wickel auf einen so einem Histon und die werden dann entlang so einer Kette gefaltet. Krass. Und dann komprimiert sich das Volumen unglaublich. So ein, das ist ja crazy. Guck mal, die DNA, Histone und dann werden die auf so ein Ding drauf gewickelt und dann da nochmal drum gewickelt. Bruderherz, Chromatin Fiber. Menschen-DNA hat eine Länge von 2 Meter. Aber diese 2 Meter, die sind in jeder unserer Zellen drin. Jeder von uns trägt in seinen Billionen Zellen, daraus bestehen wir nämlich, jeweils in jeder Zelle ein Strang. Und das ist so, wenn man den Strang aneinander knüpfen würde, also das, was wir an DNA-Länge im Körper tragen, das reicht von hier bis zur Sonne und darüber hinaus. Das wären 200 Millionen Kilometer, die jeder von in uns trägt und die uns jeden Tag und jede Sekunde organisieren. Miese Recherche, Freunde, von hier bis zum Mond, zur Sonne und zurück mäßig. Yo.
Das ist also eine unglaubliche Leistung. Also wenn wir von der Bundesbahn organisiert werden würden, dann wären wir wahrscheinlich schon seit Millisekunden tot. Das ist geil, Digga. Wenn wir von der Bundesbahn organisiert werden würden. Der meint die Deutsche Bahn, Digga. Der sagt Bundesbahn, Digga. Der ist sehr mies sympathisch, gell? Der Professor hier. Okay. So, und das andere Interessante ist, diese DNA besteht zu 98% aus nicht kodierten Informationen. Das heißt, das ist einfach, manche sagen, das ist Müll. Das ist aber kein Müll. Der wird dringend gebraucht, um diese ganzen Verknäuelungen und Verwicklungen, um die Lokalisierung zu betreiben. Und das ist das, was wir als nächstes uns anschauen müssen. Ich wollte nur mal wieder als Beispiel vor Augen führen, was da passiert, wie unglaublich die Leistung ist, die die Biochemiker da vollbringen. Wenn man sich diese 2 Meter, die ja die DNA-Länge ist, wenn man diese DNA-Strang, wenn man den sich so dick vorstellt wie ein Haar, also der wird das einfach dicker gemacht, dann wächst die Länge auf 100 Kilometer. Das heißt, von München nach Regensburg würde dann ein Haar reichen. Und wenn ich Gentechnik machen will, dann muss ich Bereiche dieser Abmessung, oder eigentlich richtiger sind 2 von denen, aber egal, die muss ich gezielt adressieren und da muss ich eingreifen. Und das entspricht der Anforderung, dass ich auf den 100 Kilometern auf 5 mm Länge bestimme, wo muss ich meine Modifizierung machen. Boah. Und wie das? Das ist Gentechnik, Bruder. 100 Kilometer und dann musst du auf 5 mm bestimmen, genau bestimmen, wo du da halt rumdoktern musst, damit sich was verändert. Yo. Klingt ist also wirklich, muss ich sagen, für den Laien und auch für mich eine unvorstellbare Leistung, dass man da Wege gefunden hat, Stellen auf der DNA mit dieser Präzision zu greifen, um dann an diesen Stellen Gentechnik zu machen. So, wenn man das sich... Müssen Aliens gewesen sein, wenn die das gemacht haben. ...in so einem klassischen Bild vor Augen führen will, wie komplex ist das, was da in unserem Körper abläuft, dann denke ich, ist dieses Bild ganz geeignet. Also der Mensch ist angefangen mit Faustkeilen. Dann hat er irgendwie so Faustkeile hat er genommen, um zu häuten, um irgendwie sich gegenseitig totzuschlagen. Und dann sind wir von dem Faustkeil, der ist ja nur zum großen Teil besteht aus Silizium, sind wir heute bei integrierten Schaltungen angekommen. Und vom Faustkeil bis zum integrierten Schaltung, das ist, denke ich, schon ein Weg, der hat, 20.000, 30.000 Jahre gedauert. Und das ist schon etwas, was sich sehen lassen kann. Aber wenn man sich diesen integrierten Chip anschaut und dann anschaut, was in der DNA passiert und was die DNA anstellt, dann ist das mindestens die gleiche Komplexitätszunahme. Das heißt, wir sind organisiert von einer unglaublich präzise funktionierenden Maschinerie. Eine heftige Intelligenz, die da auch abgeht in uns. So. Und das ist kein Zufall, Bro. Also wir sind viel, viel komplex, viel, viel, also das kannst du dir gar nicht vorstellen, so viel komplexer, wie wir sind als unser Fortschritt quasi. Weißt du? Und wie wir fortgeschritten sind. So, das ist krass. Das ist krass. Und das muss man sich auch mal so wirklich klar bewusst machen, wie perfekt alles miteinander auch funktioniert. So. Wie die Organe und die DNA und alles, was in unserem Körper abgeht, das ist so hochkomplex, das kannst du dir fast gar nicht vorstellen. Das kann man sich eigentlich gar nicht genug vor Augen führen, wie unglaublich diese Natur uns gebaut und zusammengestellt hat. Ist so. Das ist jenseits unserer Vorstellungskraft. Das ist niemals aus Zufall passiert, so einfach aus Zufall. So, genauso wie manche Leute sagen, die Erde ist aus Zufall entstanden und das war einfach nur so ein Crash und dann hat sich alles genau so ergeben, dass es dann funktioniert, dass Menschenleben auf dieser Erde lebt und so, weißt du? Oder generell Leben auf der Erde existiert. So. Es ist alles, ihr müsst euch vorstellen, die Abstände zu dem Mond und die Abstände zu der Sonne und hier und da, das ist genau so ein komplexer Shit. Da merkst du einfach, da ist irgendwas Höheres am Start, was das organisiert, meiner Meinung nach. Irgendwas Übersinnliches. Irgendwas, was wir nicht mal verstehen können, was wir nicht mal erklären können, was wir nicht greifen können, was wir nicht... Das kannst du einfach nicht... Geht nicht. Maximale Recherche hier auf jeden Fall.
Und man lernt hier was dazu, weißt du? Das ist hier wieder richtig Lernen mit Leon Lovelock, bro. Wie in der Schule damals, nur ein bisschen cooler. Wie ist Lautstärke? Aber auch dazu vielleicht nachher nochmal ein quantitatives Beispiel. So, jetzt hatte ich vorhin schon ein buntes Bildchen gezeigt. Leiser als vorhin. Strang, der da als DNA existiert. Und wie ist der kodiert? Die DNA ist ja nichts anderes wie eine Schallplatte. Da ist Information drauf gespeichert oder wie, und diese Information, die ist ja so pseudodigital gespeichert. Schallplatte, eher wie eine Festplatte so, weißt du? Und wie viele Informationen da drauf gespeichert sind, ist auch nochmal eine richtig krasse Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt anspricht, aber das übersteigt auch den Verstand. Wie viele Infos wir eigentlich im Körper tragen, so mäßig? Und zwar ist sie gespeichert in Form von 4 Nukleinbasen. Das sind diese Dinger hier. Und die werden über solche Seitengruppen, werden die an so ein Rückgrat angekoppelt. Und die haben die nette Eigenschaft, dass die immer in Paaren auftreten. Das heißt, das eine kombiniert sich mit dem anderen. Und 3 von denen, die sind Informationseinheit. Also 3 von denen ist das, was wir als ein Byte bezeichnen würden in unserer Computerwelt. Mhm. Ich hatte dieses schreckliche Bild ja gerade schon eingeblendet. Was sehen wir hier? Ein ganz interessantes Enzym nennt sich Ribosom. Und das wird uns noch im weiteren Verlauf des Vortrages ausführlich beschäftigen. Und was macht dieses Teil? Ja, es übersetzt DNA, das ist also dieser Doppelstrang, in RNA. Und das ist sozusagen das Auslesen. Man liest. RNA gefährlich? Die DNA aus, indem man aus der DNA RNA produziert. DNA ist also Desoxyribonukleinsäure. Das hilft jetzt, glaube ich, auch nicht viel weiter. Aber das ist also eine Struktur, die ein Rückgrat hat, das aus Phosphorester besteht, an die ein Zucker dran geknüpft ist. Das ist ein Polymer, ein ewig langes Polymer. Und da sind dann diese Nukleoside dran geknüpft. Ich gehe dann, glaube ich, doch besser zurück. Hier hatten wir es nochmal. Also, DNA besteht aus so einem Doppelstrang. Das ist einmal Strang 2. Und hier hängen diese Gruppen, die hängen da dran. Also eine Phosphorgruppe und eine Zuckergruppe. Und die verknüpfen jetzt, oder die sind das Rückgrat der DNA, die verknüpfen untereinander zu einem großen Polymer. Und dann hängen da jeweils die Nukleotide dran. Und die sind jetzt immer doppelt. Das heißt, man hat immer ein Pärchen, das sich immer genau trifft. Das ist sozusagen auch ein Kopierschutz. Man kann also nur den gleichen Partner gegenüber wiederfinden. Und wenn jetzt Folgendes passiert, wenn ich jetzt die DNA auslesen will, dann trennt man die hier an dieser Stelle und dann fährt ein neues Rückgrat erst noch leer durch diese Lücke und auf dieses neue Rückgrat werden wieder Infos geschrieben. Diese Nukleinbasen drauf gepropft. Und die verlassen dann die DNA, diese RNA ausgelesenen Segmente und mit denen arbeitet dann der Körper weiter und produziert daraus dann alles Mögliche. Und das Protein, das sind einfach nur große Eiweißmoleküle, die also oft verschachtelt ineinander. Das ist also nicht irgendwie nur ein Molekül, das können viele sein. Man lernt hier über DNA auch und so, ne? Könnt ihr auch übertragen auf die mRNA-Impfung und so mit den Spike-Proteinen und so. Das hängt hier direkt miteinander zusammen. Hier ist es miese DNA-Recherche gerade. Miese DNA-Recherche, richtig nice. Richtig nice. Einfach so zum, weißt du, das ist doch so Wissen, das nimmt dir auch keiner mehr weg. So. Die sich in komplizierter Weise verschachteln und dadurch eine katalytische Funktion haben. Das heißt, die können Reaktionen ins Werk setzen. So, und das ist das, was hier passiert. Wir haben hier dieses Enzym, das sorgt zum einen dafür, dass dieser RNA-Strang daraus wächst und es trennt die DNA in diese 2 Einzelstränge auf, vorher und nachher. Das Ganze ist noch dadurch garniert, dass ich, weil das ja verdrillt ist, vorher noch einen Schritt vorschalte, indem ich
die Verdrillung rückgängig mache. Das heißt, ich linearisiere das Ding, indem ich da wieder ein Eiweißmolekül, diese Gyrase da anbinde und die macht zwei Einzelstränge und die kann ich dann in Ruhe getrennt voneinander auslesen. Das ist das, was eigentlich den Lebensprozess ausmacht, dass ich die Information, die hier drin steckt, auslesen kann über diese Ribonukleinsäure. Also nicht. Ich finde es schade, dass man seinen Laserpointer nicht sieht. Oxy, sondern Ribo. Und die hat nur einen Strang im Gegensatz zu dieser DNA, die zwei Stränge hat. Ansonsten sind die irgendwo so konkurrent zueinander. So, und jetzt kommen wir zu diesen Ribosomen. Gerade erklärt, was die treiben, die machen also aus DNA RNA. Und das ist wohl das größte Geheimnis des Lebens überhaupt. Die Ribosome sind Biomaschinen. Und die bestehen aus Teilen, Eiweißen, wie gerade gesagt, die nur sie herstellen können. Das heißt, wir haben hier mehr als das klassische Henne-Ei-Problem. Ribosome kann es eigentlich gar nicht geben, weil sie sich ja selber herstellen. Und da ist also eines der ganz großen Rätsel, wie je dieser Schritt erfolgt ist, dass man diesen Lesemechanismus, dass man dieses Eiweißmolekül gefunden hat. Was hat bewirkt, dass sich so etwas so zusammengruppiert, dass es das leistet? Also wir haben ja so wirklich unerklärlich, glaube ich, einen unauflösbaren Circulus Vitiosus. Und an der Stelle ist dann mehr als ein Verdacht, dass dem Ganzen ein ordnendes Prinzip zugrunde liegt. Das hat Einstein ja auch schon festgestellt. So. Weil so etwas zufällig herzustellen, ich werde die Zahlen ja nennen, ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 1500 behaftet. Ne? Bruder, hoch 1500, Bro. Ich weiß nicht, ob sich da jemand vorstellen kann, aber ich werde das nachher versuchen, so ein bisschen zu bildhaft zu beschreiben, was diese Zahl denn bedeutet. So, und das Verrückte ist, diese Ribosome, die gibt es, seitdem es Leben auf der Erde gibt. Das heißt, es waren 500 Millionen Jahre nach der Bildung der Erde ist schon Leben entstanden und da sind auch schon die Ribosome entstanden. Das ist praktisch sofort nach der Bildung der Erde sind die Ribosome ins Leben gerufen worden und haben angefangen, ihr Werk zu vollenden. Heftige Scheiße. Voll geil, Alter. Interessant. So, und die Ribosome, wie ich schon sagte, kompliziert. Die bestehen aus 53 kompliziert verschachtelten Molekülen, die sich auch noch unterwegs zusammenfinden. Das heißt, es gibt zwei Teileinheiten. Und pro Zelle gibt es zwischen 100.000 und 10 Millionen Ribosome, die nur darauf warten, dass irgendeine RNA vorbeikommt und dann legen die los und produzieren RNA. Also ein Prozess, der in jeder Zelle, in jedem Augenblick. Das ist jetzt die Biochemie, die wir brauchen. Der bereitet uns jetzt gerade quasi vor auf seine Theorie, wie er das dann zusammenbringt. Diese Maya-Malereien und so mit dieser Biochemie. So. Und das, da wird es dann richtig interessant. Permanent abläuft. Wir werden ständig ausgelesen. Man kann sich, wie gesagt, nur wundern. Deutsche Bundesbahn, für die wäre das, glaube ich, ein Milliardenjahresprojekt, das überhaupt zu machen. So, das, also die Ribosome sind die Maschinen des Lebens. Und das Witzige ist. Digga, die schreiben da im Hintergrund auf WhatsApp und so. Hörst du das? Man hört den tippen und so. Bro, wo ist denn der da? Die dazuhören, die juckt das gar nicht. Warum ist das so laut? Ist, die schaffen es aus vier Nukleotidbasen, also das, was ich vorhin gezeigt hatte, diese Ringe. Machen die mit 22 anderen Molekülen, machen die Eiweiße. Und das Problem liegt in der Abfolge der Moleküle und ihrer Verknäuelung zu diesen Enzymen. Das sind keine Ketten, sondern die verknäueln in einer ganz bestimmten Art und Weise. Und zwar nur eine Verknäuelung funktioniert. Die anderen funktionieren alle nicht. Das ist also ein anderes Geheimnis, wo man eigentlich nicht weiß, wie sowas je passiert sein kann. So, wenn man sich vorstellt, dass diese Chemie zufällig entstanden ist, dann haben klügere Leute als ich ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit davon 1 zu 10 hoch 1500. Bro, das ist mies, Alter, mit diesem 1 zu... Bro.
hoch 1500 Decker. Die Zahl kommt Ihnen jetzt erstmal vielleicht gar nicht so ungewöhnlich vor, aber was das bedeutet, wir haben ja einen Mathematiker unter uns, der kann sich das so ungefähr vorstellen. Und das Problem ist, diese Feinabstimmung, die finden wir in unserer Welt allenthalben. Dass wir überhaupt existieren, das hat zum Beispiel eine Wahrscheinlichkeit, die mit 1 zu 10 hoch 60 beziffert ist. Um zu existieren, die Welt überhaupt ins Leben gerufen zu haben, müssen die Naturkonstanten und die Anfangsbedingungen des Universums müssen also auf einer unglaublich präzisen Feinabstimmung erfolgt sein. Sonst läuft hier gar nichts. Sonst funktioniert kein Atom, sonst funktioniert überhaupt null und nichts. Ja? So, das basiert aber darauf halt, dass es dann nur quasi die Erde gab, ohne irgendwelche Einflüsse, ohne irgendwas. Das heißt einfach. Wenn man nur annimmt, das ist alles Zufall. Alles Zufall, ne? Das ist die Uni oder so, ne? So, und jetzt. Ich glaube, es ist auch ein Mikrofon aufs Publikum, deswegen ist das Publikum so laut, weißt du? Die haben ein Mic aufs Publikum drauf. Ja, ist das aber schon sehr früh aufgefallen, dass das irgendwie seltsam ist. Da wusste man zwar noch nichts über Atome und Moleküle und so weiter, aber für so einen Altphilologen ganz wichtig, wer war der Erste, der gemerkt hat, die Welt kann in ihrer Präzision, mit der sie abläuft, kein Zufall sein. Platon. Und das war, wie in vielen anderen Fällen auch, Platon, der da gesagt hat, da steckt was dahinter. Und der hat dann die Idee des Demiurgen aufgebracht. Der hat gesagt, der ist ein Handwerker, der ist ein bisschen geschickter als wir und der hat das Leben gebastelt. Jetzt kommt so. Heftig, Digga, Platon, OG. Was wie so ein Versuch eines Gottesbeweises. Ist vielleicht spannend. Also diese Zahl 10 hoch 60, 10 hoch 1500, da haben sie es alle gedacht, na gut, ist nicht so schlimm. Aber wenn man sich vorstellt, dass in der Sahara ein markiertes Sandkorn liegt und Sie heben jetzt irgendein Sandkorn davon auf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das Markierte erwischen, billionenfach größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Naturkonstanten so fein abgestimmt sind. Es ist viel zu perfekt, dass es einfach nur ein Zufallsprodukt ist, so, weißt du? Das ist geplant, ins Leben gerufen worden, extra, Bro, guck mal, diese Sache bei dem Thema ist einfach für mich auch wie ein Beweis. Alles, was du siehst in der Welt, wurde vorher gedacht. Alles. Also alles, was du siehst, kommt von einem Inneren. Zum Beispiel derjenige, der so ein Sturmfeuerzeug erfunden hat, das war vorher in ihm drin. In seinem Geist, in seiner Seele, in seinem Körper, nenn es wie du es willst. Und dann ist es in die Äußere, in die Welt gekommen, durchs Erschaffen. Aber es kommt von innen. Also alles, was du sehen und anfassen kannst, kommt von innen. Und da kannst du mir nicht sagen, dass die Welt und die Erde und wir Menschen nicht auch von einem Geist kommen, von irgendetwas, was intelligent ist, sag ich mal. Weißt du, was ich meine so? Also es ist einfach naheliegend, dass auch das erschaffen wurde, finde ich. Weißt du? Von einem höheren Geist, der sich vielleicht in allem, was lebt, sogar manifestiert. Ich nenne es Gott halt, weißt du? So, das ist für mich quasi wie ein Beweis. Also, ich meine, das ist unglaublich. Ne? Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit des Lebens, weil das war 10 hoch 1500, wenn man sich vorstellt, dass alle Atome dieses Universums, das sind ungefähr 10 hoch 100, und davon ist jetzt eins markiert. Und jetzt gehen Sie irgendwo hin, in irgendeine Galaxie, zu irgendeinem Stern, auf irgendeinem Planeten, nehmen ein Atom auf. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das Markierte erwischen, noch mal viele Billionen mal größer als die Wahrscheinlichkeit, dass Leben zufällig entstanden ist. Also wer angesichts dieser Unwahrscheinlichkeit, muss ich sagen, nicht daran glaubt, dass da ein Ort ist. Das ist krass, wenn Sie in der Sahara ein unsichtbar markiertes Sandkorn aufnehmen, ist die Wahrscheinlichkeit, dieses einzig markierten Korn aufzuheben, viele Billionen mal wahrscheinlicher, als dass unser Universum mit seinen feinst abgestimmten Naturkonstanten und Anfangsbedingungen zufällig entstanden ist. Jo. Das Prinzip im Hintergrund wirkt. Ja, dem ist irgendwie auch nicht mehr zu helfen. So, jetzt haben natürlich, da gibt es natürlich jetzt die Atheisten, sagen, na, also vielleicht kann man auf den Gott auch verzichten und die kommen damit zu Ideen um die Ecke. Das nennt sich dann anthropisches Universum. Die sagen also, das kann eigentlich sein, wie es will, weil es so ist, wie es ist, sind wir entstanden und uns gibt es nur, weil wir in der Lage sind, das Universum zu betrachten. Das ist irgendwie so ein Zirkelschluss. Uns gibt es, weil es das Universum gibt. Das ist im Prinzip die Kernaussage. So,
Wenn man das sagt, das mag alles stimmen, aber erklärt natürlich nicht die Unwahrscheinlichkeit. Ne? Das ist so ein krasses Zitat, ne? Atheisten, Universum, wir sehen das Universum so, wie es ist, weil wir hier sind, um es zu sehen. Stimmt aber, erklärt aber die Unwahrscheinlichkeit nicht. Ja. Wir sehen das Universum so, wie es ist, weil wir hier sind, um es zu sehen. Die Frage ist jetzt, und das ist eine große Frage, so eine tiefe Frage, mit der wir uns auch hier schon mal beschäftigt haben. Was ist, wenn wir nicht da wären und wenn wir nicht hingucken? Würde das Universum immer noch so, wie es ist, existieren oder nicht? Das ist halt die große Frage, so, ne? Macht ein Baum, der gefällt wird oder der umfällt im Wald, ein Geräusch, auch wenn keiner da ist, der dieses Geräusch observiert? Das ist halt Philosophie jetzt wieder, ne? Im Endeffekt so. Spielt der Beobachter eine Rolle oder nicht? Dann sind wir wieder bei Quantenphysik. Verändert sich Materie, beziehungsweise verändert sich auch Ereignisse, wenn kein Beobachter dabei ist? Also die Teilchen zeigen, dass es so ist, die kleinsten Teilchen. Ob das wirklich auch dann in der Welt, in der größeren Welt auch so ist, ist halt eine Frage, die niemand richtig beantworten kann. Na, das ist dann nur eine Hilfserklärung, um sich irgendwo in so einen Ausweg zu retten, der aber nicht funktioniert. Und der einzige Ausweg, den ich an der Stelle sehe, dass man in der Tat sagt, da ist irgendwie ein höheres Prinzip, ein Gott oder wie man es auch immer nennt, der wirkt da und der hat dieses Universum mit diesen Unwahrscheinlichkeiten erschaffen. Weil Zufall ist bei 10 hoch 1500 auszuschließen. Einfach so stimmst du mir zu, 10 hoch 1500 ist wenig. Ne? Ja, ist wenig, mein Jutzer. Also, gibt natürlich auch alternative Vorschläge, wie das so ist, aber auch nicht viel besser. Die besagt, dass wir überhaupt nicht existieren, sondern dass unsere ganze Welt, was wir erleben, was wir tun, was wir denken, was wir sagen, das ist alles nur eine Computersimulation. Klingt jetzt völlig unwahrscheinlich, ist aber wahrscheinlicher als 10 hoch 1500. Und, was zur Aussage? Da gibt es da durchaus intelligente Leute und wirklich Leute mit auch einem hohen intellektuellen Anspruch. Der Bostrom, das ist so ein Physiker und Epistemologe, also so ein Erkenntnistheoretiker. Und der ist eigentlich für mich der größte Protagonist dieser These. Und der vertritt das sehr gut. Wer da Interesse hat, der kann sich das mal angucken. Hier bei Wikipedia gibt es da ein ganz... Ja, so Computersimulationsvideo können wir... Ich fühle da gar nichts, so, ne? Ich bin da raus und so. Simulation ja, Computersimulation nein. Könnte man sich aber definitiv auch mal... Wenn das wirklich ein vernünftiger, intelligenter Dude ist, der darüber erzählt, können wir uns da gerne auch mal was zu reinziehen. Ganz lesbaren Artikel dazu, wie er die Welt sieht und wie er so eine virtuelle Welt versteht. Das heißt, da gibt es irgendeine Maschine, einen riesen Computer irgendwo und der ist nur damit beschäftigt, uns zu simulieren. Ja, Bro, das ist halt crazy, Digga. Diese Recherche ist halt auch crazy, ne? Wo soll der Computer sein? What the fuck, Bro? Was soll das für ein Computer sein, Digga? Sag ich dir ehrlich. Ja? Wo soll der stehen? In Silicon Valley oder was? Und der generiert die ganze Zeit diese Welt hier. Bro, weißt du, was das für ein Rechenprozess? Weißt du, wie viel Strom du dafür brauchst und wie viel Energie du dafür brauchst? Um einen Computer am Laufen zu halten, der die ganze Zeit eine Welt simuliert für alle. Wie viele Milliarden sind wir gerade auf der Erde? 8? Für die alle eine Realität generiert? In der vierten Dimension steht der. Ah jo. Das war wahrscheinlich 10, ja, denke ich auch. Vielleicht so ein bisschen der Ausflug. Aber jetzt machen wir trotzdem wieder Biochemie, weil das andere war ja mehr so ein Ausflug. Sollte aber, denke ich, so ein bisschen auch mal hier so das Gefühl dafür wecken, in was für einer unglaublichen Umgebung wir existieren. So, jetzt hatten wir vorhin schon gesagt, wir fangen mit der DNA und dann entsteht daraus eine RNA. mRNA, schwierig. Und was macht die? ihr wisst, warum ich das sage, ne? Wegen der Superimpfung, die wir eingetrichtert bekommen haben. Die RNA, die erzeugt Polypeptide, das sind einfach nur so aneinander geknüpfte Aminosäuren und die werden dann immer länger und dann anschließend verknäulen die in einer ganz bestimmten Art und Weise und bilden ein Enzym, zum Beispiel Ribosome. So, und jetzt ist das mit den Aminosäuren so eine Sache, es gibt davon 22 verschiedene, also wir sind aus 22 verschiedenen Aminosäuren, unsere Haut, unsere Organe besteht aus 22 verschiedenen Aminosäuren. Die sind chemisch jetzt eigentlich ziemlich trivial aufgebaut. Da gibt es ein zentrales Kohlenstoffatom, zur einen Seite basisch Stickstoffverbindung, andere Seite
sauer eine Kohlenstoffverbindung. Aber ich finde das voll geil, Digga, ne? Wir sind jetzt auf YouTube, auf Twitch so 220 Leute, auf YouTube sind wir 460 Leute. Bei so einem Vortrag, wo es wirklich tief in die Materie reingeht und wo man was lernt über DNA, über Biochemie und so, also ist jetzt keine auch miese, heftige Schwurbelei oder so, finde ich schon cool, dass das auch ein paar Leute interessiert, so jetzt wirklich. Ist schon geil. Da kriegt man wieder ein bisschen Hoffnung, so, weil man denkt ja immer, ja, du kannst nur krass Leute erreichen mit Beef-Scheiß oder mit irgendwelchem Dumm-Shit, aber du kannst auch mit Content, der dich weiterbringt, und dann, wenn du das ein bisschen funny machst, so, dann kannst du damit auch auf jeden Fall auch Leute erreichen. So. Und das ist nice. I love it. So, und das, der Gag ist, wenn die sich zusammentun, dann spalten die Wasser ab und können dann sich so aneinander reihen, wie man das von Polymeren halt kennt und gewohnt ist. So, jetzt gibt es 22 von denen und die sind hier mal aufgezeichnet. Es gibt 20, die klassisch als Aminosäuren bekannt sind. Es gibt aber zwei zusätzliche, die nicht schaden, aber eigentlich auch nicht nötig werden. Es ginge auch ohne die. Aber egal wie es ist, 22. Und die sehen jetzt, wie sie, also das war jetzt das Einfachste, hatten wir vorhin geguckt, aber das geht natürlich hier schon. Einige kennt man natürlich, ne? Die Essentiellen. Essentiellen sind die gelben, glaube ich, oder? Hier. Glycin, Alanin, Leucin und so. Valin, Isoleucin, ja. Das sind die Essentials, bro. BCAAs quasi. Kompliziert weiter. Und das sind halt auch diese Moleküle, die dann dafür sorgen, dass die Enzyme sich in die richtige Art und Weise falten. So, jetzt. Das ist orange, no front. Haut's, na man. Das ist okay. Sind wir wieder bei der Frage des Auslesens. Jetzt haben wir hier diese RNA-Kette. Vorhin beschrieben, entsteht aus DNA. Und jetzt ist die Kodierung so, dass immer drei hintereinander folgende Nukleotide eine bestimmte Aminosäure festlegen. Und hier so ein bisschen versucht zu visualisieren, wenn wir also zum Beispiel diese Kette uns anschauen und dann dieses Bild dazu nehmen, dann kann man sich das so klar machen. Das erste Molekül ist das hier, Cytosin. Dann geht man diesen roten Pfeil zurück, kommt zum Guanidin, das ist das Grüne. Hier also die Farben passen nicht, bitte um Nachsicht. Und dann kommt man zu einem dritten Molekül, das wäre das Adenin. Und wenn man sich das tak, 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 die hier so anschaut, dann stellt man fest, für jede dieser... Arginin für Muskelpump auch, ne? Nur noch ein bisschen Fitnesswissen nebenbei auf Nacken. Arginin, nimm mal 2, 3 Arginin-Tabletten. Und für alle Leute, die Blutflussprobleme haben, auch für alle Männer, die vielleicht auch das ein oder andere Mal zur blauen Pille greifen müssen, weil da nicht läuft richtig, nimmt mal Arginin. Wird der Blutfluss angeregt. Strukturen sind hier auf dem Kranz die korrespondierenden Aminosäuren aufgezeichnet. Es sind überbestimmt, weil wir haben nur 22, wir könnten aber 64. Also gibt es da gleiche Aminosäuren, haben unterschiedliche Kodierung. Und es gibt auch noch Kodierungen, die sorgen dafür, dass Stopp und Start gesagt wird. Also Stopp und Startmolekül. So, und was wird das jetzt alles mit den amerikanischen Kodizes zu tun? So, jetzt geht's rein, Freunde. Jetzt werden die beiden Geschichten miteinander kombiniert, ne? Also die alten Maya-Kodizes und diese Biochemie, die wir gerade gelernt haben. Die ersten 8 Seiten dieses Codex Borgia zum Beispiel anschauen. Und dann findet man dort diese unerklärten Zeichen. Irgendwie ganz viele von denen. Aber was ich dann gemacht habe, und das gibt dann ein interessantes Bild. Wenn man die durchzählt, wie viele es davon gibt, dann sind das genau 22 unterschiedliche. Dabei habe ich allerdings solche Ähnlichkeiten gesagt, okay, da hat der Künstler nicht so genau gezeichnet, das waren die gleichen. Also ja. Ich musste gewisse Variationen zulassen, aber ich denke, diese Variationen sind durchaus so, dass man sagt, okay, die Vorlage war gleich. Ist nur. Nee, aber ist so, Digga, wenn du guckst, die jetzt eingekreist sind, die sehen gleich aus, hundertprozentig. Ja, und jetzt sind es genauso viel wie die Aminosäuren, wa? Schlecht abgemalt. Das ist also die Zahl 22, die sich jetzt aus der Anzahl der unterschiedlichen Glyphen, die auf den ersten 8 Seiten des Codex Borgia aufgelistet sind. Und jetzt haben wir die Korrespondenz 22 Aminosäure, 22 unterschiedliche Glyphen.
Ja. Da kann man dann sagen, na gut, alles Zufall, das heißt ja gar nichts. Ne? Ja. Aber, wie Sie hier oben sehen, erstes Indiz. Und so geht es jetzt natürlich zum zweiten Indiz. Dazu muss ich nochmal auf das Ribosom kommen, hatte ich ja vorhin schon gezeigt. Hier diese Auftrennung, hier der RNA-Kette, alles wie gehabt. Und was man sich jetzt anschauen sollte, ist die Korrespondenz. Und ich muss sagen, das hat mich wirklich umgehauen, als ich das... Da war jetzt was anderes, aber krass. Okay, warte. Erstmal mir mal so klar gemacht habe, hier ist... Bro, mach keine Scheiße, Digga! Yo! Die haben jetzt da schon das ganze Wissen gehabt über die Biochemie und DNA und sowas, oder was? Anscheinend. Digga, das ist krass, Bro. Die Funktion eines Ribosoms in moderner Darstellung. So stellt der heutige Biochemiker ein Ribosom dar. Der sagt, das ist irgendwie eine kleine Untereinheit, eine große Untereinheit. Da läuft eine RNA-Kette durch. Da gibt es bestimmte Transport-RNA-Verbindungen. Digga, das sieht so ähnlich aus, das ist krass. Die haben unterschiedliche Aminosäuren an ihren Enden und die haben hier am Fuß die Kodierung, die genau auf drei von diesen RNA-Molekülen passt. Das heißt, man hat immer die Korrespondenz, hier wird nur das Molekül. Vor allen Dingen auch diese Aminosäuren, wie er es eben gesagt hat, diese Aminosäure. Oder der Träger angeklemmt, der zu der RNA-Kodierung. Das sind doch auch die Bilder, Digga. Passt. Und was ist passiert? Jetzt wird dieses Molekül, das wird hier ran, klemmt sich dran und die obere Aminosäure wird losgelassen und verlängert die Kette. Das heißt, wir haben einen Kettenbildungsprozess. Warte mal jetzt ganz kurz, ne? Weil Mercedes hat gesagt, die steht auf dem Schlauch und so. Ich will mal jetzt von der Community wissen, wer von euch sieht diese Ähnlichkeit? Eins in den Chat. Wer von euch sieht das gerade und oder wer von euch sieht es nicht? Macht mal eine 2 in den Chat. Ich will das mal wissen, so, weil das, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das, also wer will denn das jetzt? Prozess, wo nach der Kodierung der RNA entsprechende Aminosäuren an die Polypeptidkette transportiert werden. Und jetzt denkt man, na, das ist ja so kompliziert. Was haben denn die Alten da gemacht? Und wenn man sich das anschaut, dann findet man solche Bilder. Und das Erste, worauf ich hinweisen möchte, das, was hier rauswächst, das sind genau die Glyphen, die ich vorhin als Aminosäure beschrieben habe. Ja, Digga, was brauchst du jetzt noch, Bro? Das heißt, wir haben hier eine Kette, oder eine Leiter, die sich aus den Strukturen bildet, die ich vorhin als Aminosäuren beschrieben habe. Und das passt auch eins zu eins zu dem. Wir haben hier eine Schlange, also die RNA-Kette, die läuft durch irgendeinen komplizierten Struktur, ist weiter nicht so beschrieben, und da oben wachsen die richtigen raus. Und von der Seite, das sehen wir vielleicht auf dem nächsten Bild. Hier ist das mal so ein bisschen für dargestellt, wie man sich das so vorstellt. Also hier das Ribosom und dann kommen diese Träger mit ihren gewünschten Aminosäuren. Und es passt auch mit der Theorie zusammen, die ich eh schon hatte. So. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen damals wirklich dümmer waren als die Menschen heute. So. Und wir denken immer, dass wir halt uns immer nur weiterentwickelt haben und die krassesten sind in der Historie betrachtet. Aber es gibt einfach Dinge, die die Menschen damals gemacht haben, die wir heute nicht machen können oder nicht mehr tun. Und wie zum Beispiel auch dieser präzise Mayan-Kalender zum Beispiel. Der präziseste Kalender, den es gibt, so. Mit einem, auch aus der chinesischen Kultur gibt es auch einen krassen Kalender. Über so viele tausend Jahre präzise auf den Tag genau Kalender zu kreieren zum Beispiel. Oder die Pyramiden, wie die Pyramiden gebaut wurden, wo es teilweise heute noch Rätsel gibt, die kein Wissenschaftler erklären kann, warum das bei den Pyramiden so ist. Die Maya-Pyramiden, wo die Schlange zum Beispiel auf den Treppen hochgeht, wenn
Sonnenwinter, Sonnenwende oder wie das heißt, diese Sonnenwende da stattfindet. Oder wenn du davor stehst und in die Hände klatscht und dann kommt ein Geräusch von einem Vogel oben aus der Pyramide raus, können die Wissenschaftler bis heute nicht erklären. Pyramide von Gizeh sowieso hat keiner eine richtige Erklärung. Die sagen, das sind irgendwelche Grabmäler, aber das macht einfach keinen Sinn. Das heißt, die hatten schon ein krasses Wissen damals und die haben Dinge getan, die wir uns heute, ja, die wir nicht mehr heute tun könnten und die wir nicht mal erklären können heutzutage. Und deswegen ist das für mich nicht weit hergeholt, dass die eventuell auch Wissen über unsere DNA oder über Proteinsynthesen oder biochemische Prozesse hatten, die wir auch jetzt haben, aber die hatten die halt schon deutlich früher. Weißt du? Bin ich mir sicher. Aminosäuren am Ende und die bilden jetzt hier zack, zack, zack die Kette. Und das wächst dann so nach oben raus. Und wenn man sich das, ich lasse es mal ein bisschen laufen, ich glaube, ist ganz illustrativ, hier die RNA-Kette, hier die Träger der Aminosäuren, dann wächst das hier so aus dem Ribosom raus. Und das geht dann weiter, ich lasse es einfach mal laufen, das passiert noch mehr. Jetzt wieder ein Enzym kettet sich hier dran, das wiederum nimmt eine Zellwand mit, kettet sich daran und jetzt passiert Folgendes, jetzt wächst diese Kette aus dem Ribosom durch die Zellwand in eine andere Zelle. Also ein Prozess unglaublicher Sophistikat, unglaublich. So, und dieses Bild wiederholt sich in den Kodizes. Hier nicht der Codex Borgia, sondern ein anderer Codex, aber der Vorgang und die Prozessbeschreibung ist die gleiche. Hier gibt es sogar noch einen Schritt weiter. Man sieht, dass hier was anderes noch mit reinkommt und das ist jetzt wirklich nicht nur der Wurm, sondern hier ist auch dieses Rückgrat. Das ist nämlich für mich, das werden wir nachher noch an anderen Stellen sehen, das ist dieses Phosphat-Zuckerrückgrat, an dem die RNA dann hängt. Das heißt, hier wird dieses RNA-Zuckerrückgrat gebildet, hier rennt das RNA durch und hier wachsen dann die Aminosäureketten raus. Also immer das Bild, gleiche Prozessdarstellung, ein bisschen anders. Ich frage mich, ob ich diese Bilder schon gesehen habe. Bestimmt, Alter, in Mexiko, wo ich drüben war und so. Und ich dachte mir auch immer, was sind das für komische Bilder und so, dies, das, bla, bla. Wer weiß, vielleicht stellen die was ganz anderes dar, als was wir denken. Ja, man denkt so, ja, das sind irgendwelche, die sagen uns, das sind irgendwelche Bilder von, an die Götter, an die die damals geglaubt haben und so. Aber vielleicht sind das heftige Prozesse oder Anleitungen oder Erklärungen über den Menschen. So. Ich finde das mies interessant. Anders naturalistisch verfremdet, keine Schlange, diesmal mal Wurm, aber vom Prinzip her die gleiche Darstellung. So, und jetzt, das war jetzt Indiz 2, jetzt Indiz 3. So. Und da kommen wir jetzt zu solchen Darstellungen, die man dort findet. Und das sind solche Schleifen. Und wenn man sich hier am Ende das anschaut, da ist wieder ein Schlangenkopf und das ist dann offensichtlich eine Schlange, die sich hier durchs Bild windet. Aber das Interessante an dieser Schlange sind diese Strukturen hier. Oh, hier ist scheiße, dass wir seinen Laserpointer nicht im Bild sehen, ne? Irgendwas zu passieren, da scheint irgendwas entnommen zu werden, das wird dann hier rübergetragen und läuft dann durch diese Spinnentiere, wozu auch immer. Aber wozu auch immer, das erklärt sich wieder, wenn wir es mit dem vergleichen, was uns die moderne, hier ist noch gleiches Bild, was die moderne Biochemie uns sagt. Das Problem, ich hatte es vorhin beschrieben, ist, man muss die richtige Stelle finden auf der RNA. Und um das zu machen, gibt es wiederum Enzyme, die koppeln nur da, wo man will. Das heißt, die finden diese 5 mm auf den 100 Kilometer, damit man dann an der Stelle eingreifen kann. Und wenn man sich diese Struktur von oben anschaut, dann sind das genau solche Spinnentiere, wie wir sie hier sehen. Und dann ist es auch irgendwie für mich erklärlich, was hier durchläuft durch diese Spinnentiere, ist die RNA und die wird an diesen Stellen modifiziert und nachdem sie modifiziert wurde, wird sie dann hier oben wieder auf die RNA zurückgeführt oder auf die DNA zurückgeführt. Das heißt, Bro, wir haben den gesamten Prozess beschrieben. Da ist RNA entnommen worden, RNA ist modifiziert worden, RNA wird auf die DNA zurückgeführt. Also das ist für mich eine ideale Prozessbeschreibung. Ich wüsste nicht, wenn man in naturalistischen Bildern
es darstellen möchte, wie man es einfacher und überzeugender darstellen könnte. Krasse Aussage. So, jetzt war das aber nur der Anfang. Die Alten konnten mehr, und zwar konnten die CRISPR. Was CRISPR ist, jetzt wieder versucht einfach zu erklären, CRISPR ist also eine Technologie, bei der die DNA nicht irgendwo, sondern da durchgeschnitten wird, wo man sie es wünscht. Und dazu gibt es so ein Enzym, also Cas9, aber inzwischen gibt es da ganz viele. Das ist also eine Entwicklung, die ist in unheimlichem Fluss. Und das ist das, was wirklich heute Gentechnik ausmacht. Man ist nicht mehr irgendwie versucht und stoppelt an irgendeiner Stelle rum und hofft, dass da das Richtige passiert, sondern man weiß, man möchte an der Stelle möchte man modifizieren, an der Stelle möchte man die DNA schneiden, an der Stelle möchte... Also die Mayas dann, also wenn das wirklich so stimmt, ne, sagen die, dass die DNA modifiziert wurde und dass so quasi der Mensch entstanden ist oder was? Oder dass der Mensch so gebastelt wurde und so zum Homo sapien geworden ist quasi oder was? Möchte man irgendein Segment entfernen, an der Stelle... Oder haben die es selber gemacht? ...an der Stelle möchte man was Neues einfügen. Und das ist ein Thema, Sie sehen, ganz frisch... Dafür hat es 2020 den Nobelpreis gegeben. Und das ist eigentlich das, was heute Gentechnologie treibt, CRISPR. Mit unterschiedlichen Cas-Verbindungen. Also krass, Nobelpreis 2020. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Wir sehen, was hier passiert. Das geht ran, das wird geschnitten und dann wird eingefügt oder weggenommen. Das, was man also sich unter wirklicher Modifikation der DNA vorstellt. Hört doch mal auf damit. Warum gibt es für sowas einen Nobelpreis? Bro? Nicht bei Menschen, oder? Natürlich, die Chinesen machen das natürlich auch bei Menschen. Einer im Publikum, aber nicht bei Menschen, oder? Der sagt natürlich, doch, die Chinesen machen das auch bei Menschen. Das ist sowieso das, was uns auf uns zukommt. Man sollte nicht glauben, dass, weil es vielleicht unethisch ist oder wir es für unethisch halten, dass es deshalb nicht passiert. Genau so ist es. Natürlich passiert das. Es ist doch jetzt schon, du kannst doch jetzt schon von deinen Kindern die Augenfarbe bestimmen und so ein Shit. Das ist doch auch nichts anderes als Genmanipulation. Und zwar passiert das, wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer. Die Inder und Chinesen sind, was diese Techniken anbetrifft, den westlichen Laboratorien nicht hinterher. Die können das auch. Ne? Also das, was an Berkeley oder in MIT gemacht wird, Das können die auch in China, in Shanghai oder sonst wo. Also das ist ein Irrglaube, dass man sich gegen diese Entwicklung stemmen kann und sagt, das ist aber ganz unethisch, dann müssen wir jetzt die EU-Kommission, muss da jetzt erstmal grünes Licht geben. Ja, bis die grünes Licht gegeben haben, sind die Chinesen so viel weiter, da könnte grünes Licht auch schon wieder ausmachen. Ne? Das heißt aber noch lange nicht, dass das gut ist und dass wir das auch machen sollten. So sieht das nämlich bei uns aus. So, aber was ich zeigen wollte, CRISPR. Wir halten das für den letzten Schrei und denken, das hat noch keiner vor uns gekonnt. Aber wenn man sich dieses Bild anschaut, und da muss man jetzt ein bisschen genauer hingucken, dann findet man genau die Strukturen, die hier in so einer modernen CRISPR-Cas9-Darstellung verwendet werden, die findet man in diesem Bild wieder. Wir haben hier das Histon, wo die DNA aufgewickelt ist, da wird die abgewickelt, dann läuft die durch dieses Enzym und hier läuft ein anderes Hilfsenzym, das läuft da mit durch und dann wird hier lokal richtig okay, da innen das Ding krass, geschnitten. Und in dem Bild sehen Sie das genau das Gleiche. Hier haben Sie diese durchlaufende Kette, das ist hier wieder als Schlange dargestellt. Hier das Ab- und Aufwickeln der Kette, hier oben dargestellt. Und hier haben Sie diese Doppelstruktur der übereinander geschichteten Ketten. Auch Bro, wer sagt null Ähnlichkeit, der guckt nicht richtig hin. Also es ist nicht so ganz eindeutig wie das Bild vorher, aber da sind definitiv Ähnlichkeiten, Bro. Dargestellt, ganz genau. Also die Pfeile sind jetzt vielleicht nicht immer so glücklich, aber ich denke, wenn man die verfolgt, dann merkt man, das ist eine grafische Korrespondenz. Und zwar für mich eine Korrespondenz, die mehr als nur zufällig ist. So, was natürlich uns aus... Chromosom oder was? ...macht, das sind die sogenannten springenden Gene. Wenn sich Chromosome, die ähnlich sind, man nennt die homolog, wenn die zusammenkommen, dann kann es passieren, dass ein DNA-Bereich das eine Chromosom verlässt und ins andere rüberwandert. Das ist zum Beispiel das, was bei der... Und keiner zwingt euch dazu, das zu glauben, was ihr da erzählt oder nicht erzählt, so weißt du? Ich sehe, wir haben hier ein paar miese Skeptiker im Twitch-Chat, aber wenn du das vergleichst, also ich finde die Ansätze von ihm definitiv auch weniger geschwurbel. Erstens ist er ein Doktor
Und der kennt sich mit diesen ganzen Geschichten aus. Zweitens finde ich die Ansätze richtig stark, weil sowas habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Anstatt irgendwelche mystischen Geschichten einfach zu erzählen, nimmt der halt wirklich Symbole und Zeichnungen und Dinge von der heutigen Wissenschaft, vergleicht die mit Malereien von damals und findet Parallelen. So, muss das jetzt immer stimmen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sind Ähnlichkeiten da? Definitiv, hundertprozentig. Und kann ich mir vorstellen, dass die von damals vielleicht Wissen hatten, was wir uns heute nicht mal mehr vorstellen können? Auch. Und deswegen, für mich ist das nicht ausgeschlossen. Bei der Befruchtung einer Eizelle passiert, wenn die erste Zellteilung stattfindet, dann werden die gemischt, die Chromosome, sodass dann irgendwie ja, aus Vater und Mutter dann irgendwie was Neues entsteht. Und das ist das, was man als springende Gene oder Crossing Over bezeichnet. So ideal wie die anderen Beispiele ist es hier nicht wiedergegeben, aber immerhin gibt es Zeichnungen im Codex Borgia, wo man sieht, hier ist irgendwas in der Mitte und da hängen diese vier Ärmchen dran und die sind dann diejenigen, die diese Austausch der DNA-Segmente vollziehen. So, und die Sache geht weiter. Wir sind ja heute in der Lage, DNA künstlich herzustellen. Das heißt, man kann DNA ab initio aus den Grundbausteinen wieder zusammenbauen. Wir könnten also, wenn wir genug Zeit und Geld hätten, menschliche DNA 1:1 wieder künstlich herstellen. Macht man auch. So, und das Problem dabei ist, oder ist vielleicht kein Problem, es ist so, gleiche Chemie erzwingt gleiche technische Lösungen. Man kann also kein Auto oder kein Hubschrauber ohne Rohr, das ist ganz klar. Das heißt, was Ähnliches bewirkt, muss auch ähnlich aufgebaut sein. Man muss die gleichen physikalischen, technischen Prinzipien verwenden, wenn man das Gleiche erreichen will. So, und das heißt, wir finden in den Codices Apparate dargestellt. Das bedeutet aber, diese Apparate müssen den heute verwendeten Apparaten ähnlich sein. Es kann nicht sein, dass die ganz anders aussehen, dann haben wir irgendwas falsch verstanden. Und jetzt haben wir, da ist so ein Apparat dargestellt. Ganz super, ich denke, das ist natürlich für eine Steinzeitkultur, wie die Mayas es waren, ist es ganz naheliegend, dass die solche Mikrometerskalen auf ihren Maschinen hatten. Das ist natürlich das erste Problem. So ein Apparat kann nicht aus Steinen zusammengeschraubt werden. So, und ansonsten finden wir... Krass, Digga, die haben da wie so ein Lineal, Digga. Hier eine interessante Situation. Wir haben hier vier unterschiedlich gefärbte Becher. Das heißt, wir haben hier die vier... Bruder, jetzt, warum malen die so dicke? Nukleotidbasen für mich. Es gibt vier unterschiedliche Kugeln, die hier rausfallen. Das sind die Nukleotidbasen. Und die werden nun auf irgend sowas drauf, wandern die drauf. Und was wir hier wieder sehen, das ist das, was ich vorhin als Phosphatdruckrad vorgestellt hatte. Das heißt, was soll das für eine Maschine sein, Digga? Wir haben so etwas mit so ganz vielen Ärmchen. Das ist halt für mich das Rückgrat der Polymerkette, die da gebildet wird. Das Ganze wird auf ein Rad geführt. Da passiert wieder irgendwas Geheimnisvolles. Und siehe da, was oben herauswächst, ist eine doppelte Struktur, eine DNA-Kette. Auch das wieder ein für mich ideal naturalistisch verfremdet dargestellte Maschine. Wie produziere ich DNA? So, wie machen wir das? Das ist ja okay. Das ist hier ein bisschen beschrieben, aber das hatte ich jetzt gerade schon erklärt, wie ich diese verschiedenen Komponenten da in dem Bild erkläre. Also, naturalistisch verfremdet, aber alles da, was der Biochemiker heute macht und tut. Und das zeigt das Prinzip, wie man DNA ab initio aus den Molekülen fabriziert. Man macht das heute so, man hat hier also diese vier Nukleotidbasen und dann hat man hier so einen Träger, dann macht es Glasperlen und da lässt man jetzt nacheinander, lässt man die los. Dann werden die ersten, klemmen die sich auf die Glasperle und dann wäscht man die wieder raus und dann kommt das nächste und so werden die dann sukzessive aneinander gekettet und dann entsteht... Ich auch mit den Flüssigkeiten oben und mit den Kreisen unten und so. Ganz lange DNA-Ketten. Eins ist klar, das macht keiner von Hand, dann nimmt man eine Maschine. Wenn man das von Hand machen will, da wird man wahrscheinlich in 10 Jahren so einen Schnipsel zusammenkriegen. Also das ist das, was Stand der Technik ist. Man baut solche Ketten synthetisch
aus zusammen. Und das ist das Verrückte, das ist eine Maschine, die das macht. Das ist eine kommerzielle Genmaschine, Generation 9. Und Sie sehen diese vier Töpfchen, aus denen da die Lösungen bezogen werden, und hier diese Glasperlenkanister. Und wenn man jetzt vergleicht, das war die Darstellung, die ich vorher gezeigt hatte. Crazy. Dann sehen Sie, hier gibt es diese vier unterschiedlichen Nukleotidbasen. Hier gibt es dieses Rückgrat, hier gibt es das rauswachsende DNA, das ist das. Und hier gibt es irgendwie einen Mechanismus, der genau dafür sorgt, der verschiebt, der diese oberen Becher so bewegt, dass man genau das Richtige in den Reaktor einlassen kann. Lukas, der Typ ist krass, ne? Es ist auch, wie gesagt, wir haben uns ja schon viel mit antiken Sachen auseinandergesetzt und so. Aber auch das erste Mal, dass so ein Doktor, der so einen wissenschaftlichen Ansatz hat, sich jetzt mit der Mystik auseinandersetzt und das so miteinander verbindet. So. Haben wir uns so noch nicht reingezogen in dem Stil. Feier ich. Also für mich, der Vergleich ist wirklich beeindruckend. So, und wenn ich natürlich jetzt ein Indiz 8, wir kommen nicht weiter, wenn ich mir natürlich jetzt ein Buch des Lebens vorstelle. Also das von eben fand ich auch krass, und das erste Bild fand ich halt richtig heftig, so, das hat mich am meisten geflasht. Das eine zwischendurch, da war ich ein bisschen raus, aber geil. Warte ich da, auf jeden Fall müssen da Zellen dargestellt sein. Also ein Buch des Lebens ohne Zelldarstellung hat irgendwo ein Loch. Und wenn man sich aber da wiederum den Codex Borgia anguckt, dann sieht man, naja gut, also da sind solche Doppelstrukturen, solche Lagen, und das ist ja genau das, was eine Zelle hat, ja, doppellagige Strukturen, eine wasserabweisende und eine wasserliebende Seite. Und so bilden die ja ihre Mizellen, in denen dann die ganzen anderen chemischen Komponenten wie DNA und sonst was versteckt sind. Und jede Zelle enthält einen Zellkern. Das ist ja das, wo eigentlich die DNA, der Steuermechanismus, wo es funktioniert. Und wenn man sich jetzt wieder die 1:1-Situation anschaut, was ist im Codex Borgia aufgezeigt, was ist in einer normalen tierischen Zelle dargestellt? Und dann kann man jetzt wieder Korrespondenzen herstellen und sagen, na gut, das, was wir hier als Aufbau an der tierischen Zelle sehen, das sehen wir. Ist natürlich klar, wenn du jetzt jemand bist zum Beispiel, der jetzt sich mit Biochemie und diesen ganzen Sachen viel auseinandersetzt und dann so ein Bild anguckst, dann siehst du halt die Sachen mehr. Wenn du dich mit anderen Sachen mehr auseinandersetzt und dann so ein Bild anguckst, dann siehst du halt diese Sachen mehr. Ist alles auf eine gewisse Art und Weise Interpretation, aber alles sehr interessant. Und ich finde diesen Ansatz spannend. So. Und ich behalte das auch erstmal in meinem Bewusstsein drin, so von wegen, das ist ein krasser Ansatz, und da kann man definitiv mal ein bisschen länger drüber nachdenken und noch ein bisschen mieser in die Recherche reingehen. Und ja, Alter, den Talk auch mal rauslassen, dass die Leute sich da mal mit auseinandersetzen, weil ich finde das mega spannend. Und ich denke auch, dass hinter diesen Malereien mehr steckt, als wir uns teilweise denken, weil die meisten Historiker gehen mit dem Ansatz ran, ja okay, die sind irgendwelche Dummen. Und die haben da irgendwelche Tiere gemalt oder irgendwelche Götter, an die geglaubt haben und so. Weißt du, die gehen nicht mit diesem Anspruch ran und sagen, ey, vielleicht haben die auch schon heftiges Wissen gehabt. Was können wir daraus lesen? Was können wir daraus lernen? So. Und jetzt find ich den Typen Baba, dass der das macht einfach. Weißt du? Das ist einfach wertvoll. Ist ein wertvoller Beitrag zur Recherche. Verfremdet, aber immerhin erkennbar auch im Codex Borgia. Und die Zellwand sowieso hier dargestellt, das ist, denke ich, eine relativ klare Übereinstimmung. Kommen wir zum Indiz 9. Das ist das Bild, was ich schon zu Anfang gezeigt habe. Aber jetzt ist das natürlich sprechend geworden. Vorher war das nur eine Darstellung von allem Möglichen. Aber jetzt verstehen wir das. Dieser Gott, das ist nämlich nichts anderes als ein Biochemiker. Und was der macht, natürlich wieder naturalistisch stark verfremdet. Der teilt hier DNA in einzelne Stränge. Er modifiziert DNA. Das ist quasi Anunnaki-Recherche. So. Das ist auf jeden Fall auch so. Sagen ja auch, dass die Götter gekommen sind. Däniken und so, die erzählen das ja auch. Aber der Ansatz hier ist halt ein bisschen besser nachvollziehbar. Und ja, die sagen quasi, dass die Götter
an den Menschen rummodifiziert oder an DNA rummodifiziert haben und dass der Mensch so entstanden ist quasi. Das heißt, der bereitet da irgendwas vor, was er Neues verknüpfen will. Und dieses Neuverknüpfen, das erfolgt in einem Synthesebad und aus diesem Synthesebad, siehe da, da wächst eine DNA-Kette raus, also ein Doppelstrang. Und dann, was passiert dann? Naja, dann gibt es hier so einen, ich nenne ihn also, sagen wir mal, einen technischen Uterus. Das ist einfach nur ein Topf in dem Fall oder irgendein chemisches oder irgendein Gefäß. Und in dem wächst jetzt ein neues Wesen heran, also ein neues Kunstwesen. Und dass das Ganze irgendwie was mit Leben zu tun hat, das sieht man schon daran, wie es blutig die ganze Sache zugeht. Und das ist für mich auch eine der Erklärungen für diesen ganzen Blutwahn, der da im alten Mexiko herrscht. Die haben sich ja gegenseitig massakriert, ohne Sinn und Verstand, haben da Menschenopfer gebracht, als ob es keinen Morgen gäbe. Vielleicht war das alles nur missverstandene Gentechnologie. Das ist krass, Bro. Ich hab das eh nicht geglaubt mit diesen ganzen Opferungen und so ein Scheiß. Sag ich dir ehrlich, dass die Kinder geopfert haben und dies, das, bla. Da werden wir auch, glaube ich, oft angelogen, was die Historie angeht. Und die Europäer hatten auch ein Interesse daran, das alles in den Schmutz zu ziehen, deren ganze Kultur, so, weißt du? Deswegen, da bin ich eh so ein bisschen Skeptiker bei dieser ganzen Historie. Und die haben, ja, die waren irgendwelche Kannibalen und die haben so und so und so gemacht. Und man muss auch sehen, diese ganze Scheiße prägt doch die Mexikaner heute immer noch. Die sind ja immer noch, die knallen sich immer noch über den Haufen, leider oft, für Shit, weißt du? Und vielleicht kommt es sogar von der Beeinflussung, weil die denken, dass die Vorfahren auch so waren. Mit Opferung und dies, das, bla, bla, bla. Und er hat jetzt den Ansatz und sagt, vielleicht hat das alles mit Gentechnik zu tun. Ist gar keine wirkliche Opferung, so. Crazy. Die haben zwar nicht gewusst, was die da trieben, aber die haben gemerkt, Blut ist für die ganz wichtig. Und das hat dann zu solchen Mordorgien geführt, dass wir davon gar nicht genug verschwenden. Und dann haben sie sich gegenseitig aus religiösen Motiven massakriert. Das ist ja nicht so wirksam wie Religion und Ideologie. Also hier nochmal die Bezeichnung dessen, was man auf dem Bild sieht. Und eigentlich findet man wieder die ganzen Komponenten, die ich mir vorstelle, die man benötigt, um ein Kunstwesen zu schaffen, hier auch dargestellt. So, jetzt haben Sie erstmal, können Sie ein bisschen Schweiß abwischen. Die Biochemie ist jetzt mit den Indizien am Ende. Ich habe 8 Indizien vorgestellt. Jede für sich mag zweifelhaft sein oder fragwürdig, aber ich denke, in der Kombination ergibt das ein sehr schlüssiges, überzeugendes Bild. Also vor allen Dingen, es ist für mich die erste Erklärung, die eine konklusive Erklärung der Bilder ist, wo man nicht hier sowas nimmt und dann das Ganze in 1000 Fragmente zerreißt und jedes Einzelteilchen da eigentlich nur beschreibt, aber nicht einen Prozesszusammenhang herstellen kann. Das ist interessant, sehr interessant, Bro. So. Jetzt haben wir natürlich auch den Punkt erreicht, wo wir sagen, naja, dann sind ja diese Bildchen, wo man so Kunstwesen sieht, vielleicht gar nicht so verkehrt. Vielleicht hatten Dening und Co. doch recht. Die haben nur nicht tief genug geschürft. Die sind an der Oberfläche geblieben. So, und da gibt es einige Stellen in Epen oder in Mythen, die dazu passen. Und da fallen wieder die Maya aus dem Rahmen, weil die haben eigentlich die konkreteste Nachricht in dem Zusammenhang hinterlassen. Da gibt es das Popol Vuh, das ist so das heilige Buch der Maya. Zwar auch irgendwie so ein bisschen von Christen überarbeitet, aber egal, einiges scheint noch zu stimmen. Und was die ein bisschen von Christen überarbeitet, aber egal, einiges scheint noch zu stimmen. Das ist halt auch schon wieder, weißt du, wie ich meine? Fuck that shit, Bro. Ist halt kacke, dass wir nicht die Originalsachen haben, weil die Jungs innen damals so schnell den Shit verbrennen wollten, damit wir nicht wissen, wer wir als Menschen eigentlich wirklich sind, so, weißt du? Haben so schön getrennt von der Menschheitsgeschichte damals leider. Was die dazu sagen, dass es offensichtlich Wesen gab, sie hatten keine Mutter und sie hatten keine Väter. Ja klar, die sind in so einem Brutsack herangewachsen. Die hatten keinen Nabel, das waren Kunstwesen. What the fuck? Matrix. Sie hatten keine Mutter, sie hatten keinen Vater, sie wurden... Und sie wurden als junge Männer bezeichnet. Sie wurden nicht von der Frau geboren, noch Stammeltern gezeugt. Also das ist sozusagen der wirkliche Schöpfungsakt, den wir hier sehen. Die haben Wesen geschaffen, die Kunstwesen waren geschaffen. Wahrscheinlich mit der... Oder die waren mies Matrix. Und da wurden schon Menschen gezüchtet und so, Bro... Das ist halt die Frage, ne? Dieses Popol Vuh, El Popol Vuh, habe ich mir noch nie... Bro, ich bin gerade mieser in der mexikanischen Maya-Recherche drin, als wo ich da war. Das nächste Mal, wenn ich da bin, da habe ich auf jeden Fall einiges zu diskutieren. So. Krass, mich würde jetzt auch mal interessieren, ob es Mexikaner gibt, die auch sowas glauben und so, weißt du? Und sich damit beschäftigt haben. Und was die dazu sagen, was die Bilder zeigen und sagen und so. DNA, Verwandtschaftsspezies, aber überarbeitet, veredelt, irgendwie verändert und dann den Homo sapiens geschaffen.
einfach mal einen Talk mit so einem Maya-Bewohner von früher haben. Ja, Bro, von früher ist schwer, weil die sind natürlich schon ausgestorben, ist ja schon lange her. Ich kenne halt noch halt Nachfahren, weißt du, ich habe auch ein Mädel kennengelernt, deren Großeltern, die waren auch noch extrem in der Kultur drin und so. Es gibt aber nicht mehr so viele, vor allen Dingen gibt es nicht viele, die nicht gebrainwashed wurden auch mit der Zeit. Es gibt nicht mehr so viele, die die Kultur wirklich oben, also nicht nur so fake oben halten für Tourismus und Sachen verkaufen, sondern so richtig so diese Kultur leben, weißt du? Du siehst da Leute, die wie Maya aussehen und dann da rumlaufen und. Aber die machen Money, Bro. Die machen Fotos mit den Touristen und die machen Rituale und so, damit die bezahlt werden, dies, das, bla. Man braucht so diese richtigen, diese Originalen. Da bin ich auch in Tulum falsch. Da muss ich woanders hin. Nicht in so ein heftiges Touri-Gebiet. Ich muss da irgendwo hin, wo es ein bisschen noch traditioneller ist, so weißt du? Hier in diesem persischen Epos, da kann man das dann ähnlich nachlesen, da wird dann gesagt, warum die geschaffen wurden. Ja, die Götter waren die Arbeit leid und haben gesagt, wir brauchen jetzt jemanden, der für uns die Felder bestellt. Die hatten nämlich auch ab und zu Hunger. Und da hatten sie die Idee, auch in diesem Schlamm rumzuwühlen, ist ja in Ägypten und in Mesopotamien nicht so lustig gewesen. Also haben die jemanden gesucht, der für die Bewässerungsgräben sauber hält und sie mit Getreide versorgt. Was übrigens ein nächstes Problem ist, es ist völlig abwegig, Getreide hier anzubauen. Da auf die Idee kommen nur Wahnsinnige, weil das ist unendlich mühsam. Man muss das Feld erst pflügen, eggen, säen, ernten, dreschen, mahlen, backen. Geht alles viel einfacher, wenn man statt Getreide Wurzeln nimmt. Nur mein Verdacht ist, wenn das wirklich Fremde waren, dann hatten die einen Ernährungsbedarf, der auf Korn ausgerichtet war. Und zwar wahrscheinlich auch deshalb auf Korn, weil Korn einen relativ hohen Kupferanteil erhält. Und wenn deren Metabolismus zum Beispiel nicht so sehr auf Eisen als Sauerstoffträger, sondern auf Kupfer ausgelegt war, dann brauchten die sowas. Nämlich, krass. Man zeige mir einen Indianerstamm im Urwald, der in der Steinzeit lebt und der völlig sinnlos beschließt, jetzt Korn anzubauen. Das gibt's nicht. Die bauen alle Wurzeln an, was auch sinnvoll ist. Einfacher, mehr Ertrag und... Und dann nehmen die als Argument, ja, die haben keinen Korn angebaut, die waren stupid so. Habe ich schon gehört, öfter. Einfacher zu verarbeiten. Das nur mal so als Einschub. Und jetzt die Frage, was haben die denn gemacht, wenn sie schon so eingreifen konnten? Also eins ist klar, wer irgendwie DNA verändern kann, der kann vor allen Dingen auch Mischwesen designen. Das heißt, der kann Hybride schaffen. Hybride. Digga, das sind jetzt die langschädelmäßige Recherche, ne? Bro, jetzt wird es nochmal mies interessant hier gerade. Aus Zentauren, Harpien, Löwenmenschen, da ist der Teufel was. Der kann alles mögliche zusammenführen. Und in der Tat gibt es alte Darstellungen in Sumer, die zeigen solche Wesen mit Gliedmaßen, die nicht Menschengliedmaßen sind. Und da gibt es sogar wieder eine schriftliche Nachricht zu dem Thema. Der Rossos, das ist so ein Schriftsteller aus der Zeit Alexander des Großen, der wusste noch, dass es in Babylon im Tempel des Belos, das ist also Belos ist ein anderer Begriff für den Stadtgott Marduk, aber egal, dass es dort Bilder gab von Geschöpfen, die Gliedmaßen von Tieren hatten. Und es gibt auch auf ägyptischen Felsreliefen, auf anderen Zeichnungen, da gibt es Wesen, die sehen zwar aus wie Menschen, haben aber komische Köpfe und komische Gliedmaßen. Und wenn man das vielleicht ganz konkret sich anschaut, dann ist ein Phänomen, das auch völlig unverstanden ist, diese sogenannten Langschädel. Jetzt wird man das ist eine miese Recherche. Sagen, na gut, wenn ich dem Kind den Kopf bandagiere, dann wird das irgendwie schon so einen Langschädel kriegen. Stimmt vielleicht auch. Das Problem ist, das Volumen in diesem Schädel ist dreimal größer als das Volumen eines menschlichen Gehirns. Und da funktioniert das Bandage-Logik nicht mehr. Das heißt, da ist irgendein Wesen geschaffen worden, das anders ausgesehen hat. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, und da denke ich auch, dass das so war, dass diese Schöpfer... Okay, Bro, jetzt doppelte Lage Aluhut, Alter. Wenn ihr den Aluhut schon aufhattet, so, jetzt muss auf jeden Fall die zweite Lage draufgezogen werden. Das links sieht mir nach Echsenmenschen-Jungs innen aus, Alter. So. Aber ich habe von diesen Langschädel-Kollegen auf jeden Fall auch schon mal gehört, hier und da. Hier und da hat man davon schon mal gehört. Ob das jetzt irgendwie, weißt du, jetzt, er ist jetzt auch einer, der sagt jetzt, also die Basis ist seine Recherche mit, dass es kreiert wurde und dass sie da rumgedoktert und rummanipuliert haben und so, ne? Ich frage mich dann halt immer, ob es noch andere Möglichkeiten gab, warum es Menschen gab, die vielleicht einen längeren Schädel hatten damals, weil es gab ja auch anscheinend Riesen, weißt du? So. Da gibt es ja auch schon die ein oder anderen Knochen, die da gefunden wurden und es ist ja auch Teil von jeder Mystik, also von den Mythen und aber auch von den Religionen und so. Vielleicht gab es einfach verschiedene Arten von Menschen früher. Man weiß es nicht. Die Frage wäre dann auch, warum gibt es das heute nicht mehr? Die reiche Struktur hatten. Das heißt, das war eigentlich eine feudale Gesellschaft. Passt auch zu dem Gott und wie der sich so mit seinen Engeln stellte, so, das war eine feudale Gesellschaft. Und die haben ihre feudale Gesellschaft auf die Menschen übertragen und haben aber
Chefs geschaffen, die als solche erkennbar waren. Und was ist dann naheliegender, als zu sagen, okay, der Chef ist der mit dem anderen Kopf? Das passt auch zu den sumerischen Sagen, die nämlich den normalen Menschen als Schwarzkopf abwerten. Das waren alles nur die Schwarzköpfe, also auf Deutsch die Sklaven. Die Sklaven waren die Schwarzköpfe, das waren die normalen. Schwarzköpfe, Bruder, das ist Rassismus gerade gewesen, habt ihr gemerkt, ne? Menschen. Aber wer was zu sagen hatte, der hatte einen Langschädel. Und dieser Langschädel, der passt jetzt von der Grundidee her zu dem, was man auf den Ubaid-Figuren wiederfindet. Das sind so die ersten figürlichen Darstellungen aus Mesopotamien. Und da gibt es Gestalten, die haben einen reptiloiden Anmutung, muss ich sagen, und vor allen Dingen haben die diesen Langschädel. Das heißt, die haben nach hinten gezogene Schädel. Und vielleicht hat man da einfach an sich selbst Maß genommen und gesagt, naja. Warte mal, hat der jetzt gerade reptiloid gesagt, oder warte mal? Figuren wiederfindet. Das sind so die ersten Figuren her zu dem, was man auf den Ubaid-Figuren wiederfindet. Das sind so die ersten figürlichen Darstellungen aus Mesopotamien. Und da gibt es Gestalten, die haben einen reptiloiden Anmutung, muss ich sagen. Jetzt sind wir angekommen, glaube ich. Und vor allen Dingen haben die diesen Langschädel. Das heißt, die haben nach hinten gezogene Schädel. Und vielleicht hat man da einfach an sich selbst Maß genommen und gesagt, naja, das machen wir hier genauso und verändern die Kopfform. So, und diese Kopfform, das ist auch so ein Phänomen, die findet man wirklich überall. Also die findet man in Bolivien und die findet man in Ägypten, die findet man in Mesopotamien. Überall da, wo mal Hochkulturen, also frühe Hochkulturen existiert haben, findet man diese Kopfform. Und das alles als Zufall abzutun, halte ich wieder für sehr gewagt. Frage, wie sind die an dieses Wissen geraten? Ich meine, die Maya-Kodizes haben sich ja nicht von allein bemalt. Da muss ja irgendwo eine Vorlage existiert haben. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht, oder dass da so ein paar Schlauer dabei waren, die gesagt haben, das malen wir ab. Ne? Die haben dann irgendwie so chemische Formeln und irgendwelche Prozesscharts gehabt und haben gesagt, okay, die malen wir jetzt ab. Und aus dem Abmalen sind dann irgendwann nach vielen Kopiervorgängen ist das geworden, was wir als Kodizes zurückbehalten haben. So, was natürlich interessant ist, vor kurzem wurde noch jeder sofort aller akademischen Ehren entkleidet und wurde als Wahnsinniger oder Spinner verkauft, der es auch nur gewagt hat, an Außerirdische zu glauben. Mhm. Das scheint sich zu drehen, dieses Bild. Und zwar gibt es durchaus jetzt auf einmal ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, nee, da ist was dran. Und da werden im Augenblick zwei Thesen in den Raum gestellt. Eine ist, das sind Zeitreisende, die einfach die Zeitschranke überwinden und aus der Zukunft oder Vergangenheit kommen und gucken, was denn so auf der Erde vor sich geht. Oder die Alternative, und die gefällt mir eigentlich besser, das sind eben diese Urwesen, diese Schöpfer, die leben seit langem auf der Erde, meiden aber den Kontakt. Und diese These, die hat natürlich auch wieder so einen schönen englischen Namen bekommen. Die leben schon lange auf der Erde, aber meiden den Kontakt. CTH. Aber Fakt bleibt, da die den Kontakt meiden, ist es wahrscheinlich eher so, dass die zu uns ein Verhältnis haben, wie wir zu unseren Hühnern. Das heißt, die Hühner legen Eier, da kann ich gebrauchen, aber ansonsten bin ich an Hühner eigentlich nicht wirklich interessiert. Oder man kann auch eine Stufe weiter sagen, das sind Steinläuse. Ne? Also die leben auf so einem Felsplaneten und kriechen da rum. Ab und zu gucken wir mal nach, stellen die mal scharf, aber ansonsten wollen wir mit denen eigentlich nichts zu tun haben. die nehmen wir nur im Notfall. So, also, und das andere Thema natürlich, vielleicht ist das alles auch nur computersimuliert. Was auch eine interessante These ist, weil Computersimulation mit einer starken Rückkopplung bedeutet, dass wir unser Universum selber bauen. Das heißt, in dem Maße, in dem wir uns glauben, im Fortschritt zu bewegen, erfinden wir nur neue Sachen hinzu, die das Computerprogramm dann als Realität einbaut. Also man kann sich da in ganz wirre Gedankengänge verlieren, aber... Ja, kann man tun. Man muss halt die Kirche im Dorf lassen, ne? Wie ich das eben schon einmal gesagt habe an den einen Bruder im Chat hier, damit man da nicht auch nicht crazy wird, ne, und dann nicht irgendwie so ein bisschen durchdreht. Ich kenne Leute, die haben sich mit diesen Sachen so krass auseinandergesetzt, die haben keinen Bezug mehr zum Leben. Nicht mehr, gar nicht mehr, null. Und es tut dann weh auch ein bisschen, weißt du, es tut mir dann noch leid, so. Es sind jetzt keine schlechten Menschen oder so, aber die haben sich so viel beschäftigt, dass die halt dann irgendwann den Boden unter den, die wissen dann nicht mehr, was ist vorne, was ist hinten und so, weißt du, und das ist dann auch nicht das Richtige, glaube ich. Man muss das dosiert machen, in der Balance machen und immer schön in seiner Mitte bleiben einfach. Das wünsche ich mir für alle. So. Irgendwo interessant. Das wird natürlich nicht nur, das wird viel erklären, damit wird man nicht nur die Biochemie erklären, sondern das wird eigentlich auch ein ganz neues Licht auf die Menschheitsgeschichte werfen. Wir haben das Phänomen, dass wir überall diese Megalithbauten haben, wo kein Schwein weiß, wie sind die entstanden, wer hat die gebaut, wer kann 1000 Tonnen schwere Steine bewegen. Da sind wir jetzt wieder. Miese Recherche. Mein Bezug ist zu Jesus Christus, weil er das echte ewige Leben ist und keine Illusion. Und das Licht, das die Dunkelheit auflöst. Stark, Bro. Bewegen. Also wir könnten es
Also nur mit allergrößter Mühe, muss ich sagen. Und wir hätten auch keinen, es gibt auch keinen Sinn. Warum soll ich einen 1000-Tonnen-Stein bewegen, wenn ich mit vielen kleineren das gleiche Bauwerk errichten kann? Aber wenn es irgendwie in deren technischen Möglichkeiten ist, von diesen Außerirdischen oder Fremden das zu können und die in die Menschheitsgeschichte zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten eingegriffen haben, dann erklärt sich das alles. Dann gibt es auch diese Zeitparadoxen nicht mehr. Dann ist es egal, ob Tiwanaku in Bolivien, ob das jetzt 1000 Jahre jünger oder älter ist als die Pyramiden, die waren eigentlich nur zu unterschiedlichen Zeiten, haben die sich um diesen Stamm da gekümmert und haben den mit kulturellem und technischem Wissen versorgt. Ja? Aber es gibt ja auch die Theorie von Riesen. Das habe ich letztens noch gesehen. Ja, Riesen. Die Riesen, die halt auch diese... Der hat keinen Bock auf andere Theorien, Digga. Der sagt, ja, Riesen, nee, warte mal kurz. Meine Theorie stimmt, Digga. Da gibt es auch mehrere Ansätze. Da könnte ich jetzt auch noch mal 2-3 andere Theorien hier reinschmeißen. So, aber wir gucken mal weiter. Ja gut, also das ist aber schwierig, weil das passt festigkeitsmäßig nicht mehr. Wenn man Menschen immer größer macht, werden die nicht proportional mit der Größe stärker, sondern mit der dritten Wurzel der Größe stärker. Das heißt, das hilft nicht wirklich. Das hilft ein bisschen, aber es hilft nicht wirklich. Und die Knochen sind auch bis zu einem gewissen Grad nur belastbar. Solange man die aus Apatit und bastelt, kann man da nicht 1000 Tonnen dranhängen. Egal wie dick der Knochen ist, der bricht. Also die These hat Lücken. Es mag Riesen gegeben haben, nicht abzustreiten, vielleicht auch nur Geschöpfe geschaffen von diesen Wesen. Interessant. Für irgendwelche schweren Arbeiten, für die so der normal gebaute Mensch nicht leisten konnte und deshalb Riesen. Aber der Riese ist keine Erklärung für Megalithen. So, und der Riese ist keine Erklärung für Megalithen, okay? Okay. Hat er mal kurz so, bapp, kurz zur Seite gewischt, die Riesentheorie. Was halt auch sein könnte, ist, dass dieses Wissen auf der Erde vorhanden war, bevor die Sintflut gekommen ist. Ne? Sagen wir mal, es gab schon Menschen, bevor die Sintflut gekommen ist. Und die waren auch schon auf einem krassen technologischen Level unterwegs. Vielleicht sogar krasser als wir heute. Oder definitiv krasser als wir heute, denke ich. Und da haben vielleicht die ein oder anderen Jungs innen überlebt. Und dann, als die Menschheit sich neu gebildet hat quasi, gab es noch Leute, die das Wissen von damals mitgebracht haben und denen gezeigt haben, wie die Pyramiden bauen, wie die das tun, wie die dies tun, wie die so machen, wie die so machen. Also die müssen nicht unbedingt von einem anderen Planeten gekommen sein oder so, weißt du? Man könnte das auch so erklären, dass die vielleicht hier schon waren. Oder man könnte sogar auch eine andere Theorie noch, Bro, es gibt so viele Theorien in meinem Kopf, Alter, eine andere Theorie auch noch, dass diese Bauten eventuell auch schon vorsintflutlich gebaut wurden und dass die neuen Menschen, die dann einfach nur übernommen haben und mit denen dann Dinge angestellt haben, aber die gar nicht von denen gebaut wurden, weil es wurden auch Steine an der Sphinx zum Beispiel gefunden, die über 10.000 Jahre oder 15.000, 20.000 Jahre alt sind und das würde dann nicht mehr mit den Ägyptern zusammenpassen, so, weißt du? Auch wild. Ja, das ist halt dann die Idee, dass das eher Gott oder ich denke, Gott ist da ein bisschen hochgegriffen, vielleicht irgendwelche Gottgesandten oder irgendwelche Fremden, die einfach uns technologisch voraus waren. Und da habe ich ja die These, dass die Venus eigentlich der erste Lebensplanet im Sonnensystem war. Vielleicht waren das einfach nur Venusianer, die sich auf die Erde gerettet haben. Dafür gibt es auch gute Gründe. So, und das ist zum Beispiel Amerika. Ne? Die haben sich dann um die Leute gekümmert, wenn die Sache wirklich in die Grütze gefahren war. Wenn irgendeine Katastrophe passiert war und wieder von der Grasnarbe an neu aufgebaut werden musste. Konkret ist das mal passiert in Südamerika. Das musste mal von der Grasnarbe neu aufgebaut werden, weil der ganze Kontinent ist mal zu gar nicht so großer Vergangenheit vollkommen unter Wasser gestanden, überflutet worden. Und zwar so überflutet worden, dass der ganze Kontinent im Westen gehoben, im Osten gekippt ist. Weiß, er macht dicke Backen als Geologe, aber es gibt wieder auch dafür Argumente. So, ich denke... Crazy, Digga. Miese Recherche, Freunde. Ich bin auch jetzt ziemlich am Ende, aber jetzt wollen wir da irgendwie den Fragenkatalog wieder vorholen und sagen, gut, was haben wir erwartet und was haben wir gezeigt? Also warum sind die Menschen genetisch so verwandt? Ja, ganz einfach, weil sie alle designt sind. Die haben nicht ein großes Design, die sahen wahrscheinlich immer schon aus wie Homo sapiens, nur da ist irgendwas dazugekommen. Designed in Man, Alter. Der kann sich natürlich nicht verpflanzen, weil er ist ja nicht aus diesem Hauptstamm gewachsen, sondern ist aufgefropft worden. Also eine neue Spezies, die es vorher gar nicht gab. Das ist eine andere Frage, die hängt für mich damit zusammen, dass es in der Menschheitsgeschichte schon Katastrophen gegeben hat, die unsere Vorstellungen übersteigen. Das heißt, da ist wirklich, da sind ganze Rassen, ganze Tierarten sind ausgestorben. Und da bei der Gelegenheit sind vielleicht auch der Neandertaler und andere entweder ausgestorben oder doch auf so eine kleine Gruppe zusammengeschmolzen, dass sie nicht mehr lebensfähig waren, sondern dass sie wegen unterkritischer Anzahl ausgestorben sind. Also Umweltfaktoren haben wir jetzt gesagt, okay, brauchen wir gar nicht. Die Mythen erklären sich ganz einfach, weil da wirklich was war, weil da Fremde waren. Und ich denke, das war eigentlich die Hauptfrage, gibt es beweiskräftige Nachrichten? Jetzt können Sie natürlich für sich entscheiden, ob Sie das jetzt glauben, was ich vorgetragen habe und das beweiskräftig halten oder ob Sie sagen, nee, der Eiling spinnt, immer noch nicht überzeugt. Aber gut. So, die Frage bleibt natürlich unbeantwortet, durch wen und wann.
Das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, wieso die verschwunden sind, die Leute. Aber was wir sehr wohl wissen, dass es solche singulären Ereignisse gab. So ein singuläres Ereignis ist zum Beispiel die Migration vor etwa 50.000 Jahren. Wenn man sich da die Weltkarte anschaut, da war der Mensch auf einmal überall. Also diese komische Vorstellung, der ist aus Afrika dann losgezogen und hat dann, nachdem er da 200.000 Jahre vor sich hingedröselt hat, hat er dann innerhalb von 1.000 Jahren ist nach Australien gekommen. Das ist ja völlig abwegig. Viel sinnvoller und glaubwürdiger ist, der wurde verpflanzt. Der war da vorher gar nicht, der ist da einfach hingesetzt worden und musste dann da sehen, wie er zurechtkam. Tschüss, der sagt echt, da waren so Leute, die haben einfach Menschen verpflanzt und so neue kreiert, dies, das. Aber so auf Real-Life-Shit, nicht so auf göttlich oder so, sondern so auf mit Maschinen und so einfach Menschen gebaut und dann haben die dahin gebracht und so, das ist schon krass. Das gleiche war vor 5500 Jahren, auch da gab es ein großes kosmisches Ereignis, das wieder ziemlich die Tabula Rasa gemacht hat. Auch da mussten Hochkulturen neu gegründet werden. Und das kann auch nicht zufällig sein, dass ob China, Indien, Mesopotamien, Ägypten, Tiahuanaco in Südamerika, alles ist 3500 vor Christus. Nicht 10.000, nicht 2.000, ist immer zur gleichen Zeit ist es da losgegangen. Auch das spricht für eine fremde Einflussnahme, die einfach da mal den Leuten gesagt haben, wo es lang geht und entsprechend auch Wissen vermittelt haben. So. Das, was hier nicht erklärt ist, ich meine, ich habe ja ein geschlossenes Weltbild, ist vielleicht falsch, aber geschlossen. Und das kann ich durchaus auch mal, wenn Interesse besteht, in einem Folgenvortrag erklären, warum die Menschheitsgeschichte so verlaufen ist, wie ich vermute, wie sie dargestellt ist. Kann man natürlich alles nachlesen, ne? Das Buch liest zwar kein Schwein, weil es zu dick ist, ich weiß das. Aber der ist aber geil, der Typ, ne? Ich mag den, Bro. Wäre trotzdem interessant, man muss es ja nicht durchlesen. Das ist. Diggi, zieh ich mir rein, hast du noch den Vortrag? Hau den raus, ich bin da. In gewissen Teilen ist es kapitelmäßig geschlossen. Das heißt, man kann irgendwo lesen und hat dann, ohne dass man da die vorhergehende Kapitel... Ich finde den sympathisch, sage ich dir ehrlich so. Man muss ja nicht alles glauben, was der erzählt hat oder nicht so, weißt du? Der Ansatz finde ich interessant, man hat sich das mal reingezogen, man lässt das ein bisschen sitzen und so. Ich finde aber seine Art, wie er damit umgeht und wie er selber darüber lacht auch und sagt, liest sich eh keiner durch und so. Ich finde das cool. Der sagt, das kann, ich erzähle das so, aber muss auch nicht wahr sein und so. Da gibt es andere Kandidaten, die sagen, nein, ich habe hier Beweise und das war genau so und so und so und so und so. Alles andere ist Lüge. So, finde ich cool. Finde ich entspannt, finde ich geil. Gelesen hat, trotzdem Einstieg. Das war's dann, ne? Und wer dann irgendwie wissen will, was ich so alles überhaupt gemacht habe, der kann auf dieser Webseite mal nachschauen. Da gibt's also ganz viele Artikel, Zitate, Bücher. Check den aus, den Cousin, Alter. Dr. Alois Eiling. Und irgendwie so Synapsen von Büchern, also Synopsen, wo man dann nachgucken kann, was der Eiling denn alles so, wo, wann, wie, zu welchem Thema veröffentlicht hat. Ja, das war's. Mehr habe ich jetzt nicht zu erzählen. Ich hoffe, es hat Anklang gefunden und Sie sind zumindest... Bruder, so ein Professor? Kann ich mir auch anderthalb Stunden Vorlesung geben, sag ich dir ehrlich. Wir haben uns gerade einen Vortrag von 1 Stunde 18 reingezogen. Machen wir nicht oft, dass wir uns so lange Dinger in eins reinziehen. Aber irgendwie, seitdem ich hier in Deutschland bin, ist es auch entspannter, weil es dunkel ist draußen, weil hier eh nichts geht in Deutschland. Weißt du, wie ich meine? Da kann man mal mies in die Rabbit Holes reingehen, auf entspannt zusammen hier. Und ist auch eine geile Sache, mal so ein bisschen längere Sachen sich reinzuziehen. Wir sind überzeugt, dass ich nicht völlig wahnsinnig bin. Das wäre schon... Geiler Typ, ich schwör's dir. Eiling, mein Jutster. Dankeschön für den Vortrag. Dankeschön fürs Aufklären. Danke für deine Thesen und für deine Theorie. Falls du das hier vielleicht selber auch siehst oder so. Ich bezweifle es, aber man weiß nie, weißt du? Eiling it in, man, Alter. Freunde, eure Gedanken. Also das wird wahrscheinlich auch unten in den Kommentaren gut vor sich gehen, denke ich mal. Da wird schon einiges abgehen, glaube ich. Schreibt mal eure Gedanken auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Lasst euren Senf dazu raus und ja, Feedback, eure Gedanken, was haltet ihr davon, was könnte eventuell möglich sein, was könnte nicht möglich sein. Gute Sache auf jeden Fall. Ich liebe euch, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Auch wieder ein langes Ding hier, 2 Stunden bestimmt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out und raus, Gang.